Ich habe euch leidlos. Dann weiß ich ja Bescheid. Ist eine Flasche Wein im Kühlschrank, Schatz? Ist da eine Flasche Wein im Kühlschrank? Ist da eine Flasche Wein im Kühlschrank? Noch eine? Ob da eine im Kühlschrank ist, ich weiß nicht. John. Willkommen heute auf den Abend, freue ich mich ganz besonders. Wir begrüßen heute den Peter Neurührer. Herzlich willkommen. Hallo. Grüßt euch. Und natürlich den Dominik Vogelsinger, unseren Fußballspezialisten. Herr Neurührer brauche ich, glaube ich, niemanden vorstellen. Seitdem ich den Fußball in Deutschland verfolge, ist er an der Seitenlinie gestanden. Hat sich nie ein Blatt vor den Mund genommen, auch deswegen auch ein paar Mal angeeckt. Und bevor wir losgehen, möchte ich das mit einem Zitat von Peter Neururer beginnen. Wir waren alle vorher überzeugt davon, dass wir das Spiel gewinnen. So war auch das Auftreten meiner Mannschaft, zumindest in den ersten 2,5 Minuten, hat damals gesagt, nach einer 0:3 Niederlage seines FC Köln beim MSV Duisburg. Und sowas erwarten wir uns auch heute. Peter Neurührer, erste Frage. Corona hat ja die ganze Welt im Griff. Wie geht's Ihnen und Ihrer Familie? Und was erwarten Sie von den nächsten Wochen vom deutschen Fußball? Ja gut, erstmal schönen Abend. Wunderbar. Endlich, dass ich mal mit Österreich auf dieser Ebene kommunizieren darf. Das finde ich überragend gut. Ihr seid ja überragend vorgebildet bzw. Informiert und. Wisst schon Bescheid, im Augenblick bei mir, bei uns, in meiner Familie, ist alles wunderbar. Wir sind gesund, glücklicherweise, meine gesamte Familie. Kurioserweise muss ich sagen, bei all den Bekannten, die ich habe, das sind sehr, sehr, sehr viele, kenne ich nur einen einzigen Menschen, der von Corona berührt wurde, der infiziert wurde, der aber mittlerweile glücklicherweise schon wieder gesund ist. Ansonsten fragt man sich immer, wie kann ein so großes Weltdilemma entstehen? Wie gesagt, mir geht's gut, aber wir leiden natürlich, oder ich leide auch, unter der Situation, weil all das, was ich normalerweise in meinem Leben mache, ich nicht mehr machen darf. Ne? Fußballmäßig nicht unterwegs zu sein, ist für mich brutal. In der Zeit, in der ich fußballmäßig unterwegs bin, ob als Trainer oder vor kurzem war ich mal Sportdirektor, kurzfristig bei einem Verein, was nicht ganz so gut hingehauen hat. Aber ist es eine Nummer, dann brauche ich zum Beispiel irgendwann vielleicht auch mal, wirft für mich aber Fragen auf, was ich sage. Wenn es alles so problematisch und so schlimm ist, dann wundere ich mich wirklich, warum man nicht ganz strikt und klar sagt, die und die Maßnahmen und die wir durchgezogen. Nein, bei uns ist jedes einzelne Bundesland mit anderen Dingen behaftet und mit anderen Dingen unterwegs, sodass ich nicht ganz nachvollziehen kann, wie konsequent man da vorgeht. Und wenn ich da sehe, wie euer Chef in Österreich mit der Sache angegangen ist, ja, das war federführend, das war gut. Und da müssen wir in Deutschland eine ganze Menge von lernen. Ja, der letzte Club war WSG Wattenscheid, wo wir nur kurz waren. Golf dürften Sie übrigens in Österreich ab 1. Mai schon wieder spielen. Vielleicht wäre das ja eine Idee. Jetzt gibt es bald wahrscheinlich Geisterspiele in der deutschen Bundesliga. War nicht anders zu lösen, oder? Nein, im Sinne der Bundesliga, im Sinne dessen, dass die Bundesliga und die zweite Liga über die dritte Liga und andere Liga reden wir besser nicht, denn die hat man im Augenblick leider noch ein klein wenig außen vor gelassen, weil da das ganz große Geld eben nicht fließt. Aber die erste und zweite Bundesliga ist nur möglich, weiter Bestand halten zu können, indem die Spiele stattfinden. Auch ohne Zuschauer, das ist die Bedingung, klar. Aber die Fernsehgelder müssen fließen, ansonsten geht es mit Sicherheit. Also mindestens 50% der Vereine in der deutschen Bundesliga, in der ersten und in der zweiten Liga, so schlecht, dass sie möglicherweise sogar finanzielle Probleme dahingehend bekommen, dass man Insolvenz anmelden muss. Da ist alles spitz auf Knopf gerechnet. Wenige Vereine sind e.V., die dürfen also keine Gewinne machen, die haben also das, was sie eingenommen haben,
dann direkt wieder in Infrastruktur, in die Spieler, in den Verein gebuttert, hat, sodass keine Rückstände da sind. Wir reden also nicht von Bayern München, nicht von Borussia Dortmund und nicht davon, was die Konzernvereine wie Leverkusen mit Bayer oder wie VfL Wolfsburg mit VW macht. Nein, wir reden von den normalen Vereinen, die e.V. sind, und die sind wirklich am Rande des Existenzminimums. Von daher die einzige Möglichkeit, diese ganzen Ligen weiter Bestand zu halten, ist diese Spiele eben mit Geisterkulisse, also ohne Zuschauer, durchzuziehen, dass die Fernsehgelder zumindest bezahlt werden. Aber das betrifft ja auch zum Beispiel einen Club wie Schalke. Sie sind ja bekennender Schalke-Fan. Wie kann das bei so einem großen Club passieren? Zuschauerzahlen passen, Werbeeinnahmen passen und trotzdem ist man gefährdet. Wie kann sowas passieren? Ja, ganz einfach. Schalke 04 ist einer der Vereine, die ich gerade angesprochen habe, ein e.V., also nicht ausgegliedert, also keine Aktiengesellschaft wie Borussia Dortmund zum Beispiel oder kein Verein wie Bayern München, der unterstützt wird mit so und so vielen Anteilen von Adidas, von Audi und von den und den und den Leuten. Nein, Schalke 04 ist ein normaler Verein, e.V., also mitgliedertragender Verein, der keine Gewinne machen darf und nicht keine Gewinne machen sollte. Und das Geld, was man bei Schalke 04 eingenommen hat, hat man investiert. Zum Beispiel läuft ein Projekt auf Schalke selber, 9 Millionen investiert in Infrastruktur, in den Umbau des alten Parkstadions, damit die Amateurabteilung oder die Nachwuchsabteilung, Amateure gibt es ja nicht mehr in der Form, eine Heimstätte haben, in Trainingsgelände, in Parkhäusern und so weiter und so weiter. Das Stadion, das neue Stadion, die Arena ist komplett bezahlt worden. Also hat Schalke 04 Verbindlichkeiten in einer Höhe von vielleicht 100, 190 Millionen, 195 Millionen Euro. Verbindlichkeiten, die mittel- oder langfristig teilweise sind, also nicht großartig problematisch, weil die Einnahmen natürlich entsprechend sind. Schalke 04 hat jedes Spiel Minimum 60.000 Zuschauer, also immer ausverkauft. Alle Logen sind ausverkauft. Alle Logen sind ausverkauft. Dauerkarten, glaube ich, 40.000 in der Saison. Man stelle sich nur vor, wenn diese 40.000 Leute, die eine Dauerkarte haben, ja, 20.000 bleiben über, die entfallen bei Geisterspielen. Diese Summe fehlt also Schalke 04. Und wer ist die Dauerkartenbesitzer, die ja bereits die gesamte Saison oder zwei Drittel der Saison gesehen haben, ja, allerdings die nächsten Spiele nicht mehr sehen dürfen, wenn die hinkommen würden und sagen: Moment, ich hätte gerne mein Geld zurück. Das Gleiche beziehe ich auf die Logenbesitzer. Eine Loge kostet roundabout 150.000 Euro. Also jeder der Logenbesitzer, 150 Logen im Stadion, würde also 5 Euro. Umsatz, den man normalerweise hat, beim laufenden Wettbewerb hat, gar nichts mehr. Denn der laufende Wettbewerb sieht ja jetzt im Augenblick ein klein wenig anders aus. Ja, jetzt kommen wir zu Ihnen. Sie haben ja 27 Jahre, sind Sie schon im Profigeschäft als Trainer dabei. Was hat sich in dieser Zeit geändert? Der Fußball kann man ja nicht mehr vergleichen mit 1984. Was fehlt am meisten? Was ist viel besser geworden? Also ich weiß ja, dass ihr Österreicher mal überragend vorbereitet seid, aber einiges hat ein bisschen durcheinander geworfen. Also ich bin seit 84 Trainer, das ist richtig, ne? Ich war also der jüngste Trainer damals in diesem Bereich in Deutschland. Gut, das kommt immer welche nach. Allerdings war ich 84 noch kein Trainer im Profibereich. Das war erst 86 bei angefangen. Ah ja, das war ja bei TuS Halterer, genau. Genau, das TuS Haltern war im Amateurbereich. Da war ich Spielertrainer, da war die zweithöchste Amateurklasse damals. Dann war ich bei einem kleinen anderen Verein auch im Amateurbereich unterwegs, während meiner Ausbildungszeit als Student. Und dann im Profibereich bin ich angefangen 1986 bei Rot-Weiß Essen und angefangen als Co-Trainer unter Horst Rubesch, als Trainer der Amateurmannschaft, als Trainer der A-Jugend oder der damaligen U19, so hieß es da. Habe da Fuß gefasst dann letztendlich und bin dann auch in den jungen Jahren bereits Cheftrainer geworden. Bin also mehr als 30 Jahre in diesem Geschäft und habe natürlich aufgrund der Tatsache, wie meine Außendarstellung war und aufgrund der Tatsache, dass ich viele auch teilweise eigenartige Vereine trainiert habe, insgesamt 15 an der Zahl, bei dem einen oder anderen, also beim VfL Bochum und bei Hannover 96 war ich sogar zweimal, von daher relativiert sich alles. Also 15 Stationen im Profibereich gehabt.
Da hat sich einiges verändert. Das ist durchaus richtig. Wenn ich allein nur losgelöst von allen Methoden, die sich verständlicherweise ändern, Trainingsmethoden, Verhaltensweise und so weiter, wenn ich alleine nur die Aufgabenverteilung bzw. die zeitliche Verteilung sehe, ne, wenn ich davon ausgegangen bin, als ich angefangen habe, im Profibereich zu arbeiten, also seit 1986, war es so, dass ich 90% meiner Arbeit mit der Mannschaft getan habe. 90% mit der Mannschaft, 10%, die restlichen waren, indem ich Pressekonferenzen gegeben habe oder mit irgendwelchen Journalisten in anderer Form gesprochen habe. Punkt aus, Ende. Das hat sich geändert. Heutzutage sieht es so aus, dass natürlich die 100% weiter verteilt werden, aber die Arbeitszeiten haben sich verändert. Ich habe mit Sponsoren zu tun als Trainer. Ich habe mit den Journalisten, mit den Medien zu tun, vollkommen klar. Und wenn alles, was ich da irgendwo mit einbeziehen kann, zusammengerechnet wird, dann bin ich nur noch in der Gesamtzeit, in der ich unterwegs bin, zu 50% mit meiner Mannschaft unterwegs. Wenn ich dann vorstelle, wie die Arbeitsverteilung mit der Mannschaft selber anders geworden ist, ich habe angefangen und hatte dann irgendwann mal nach einigen Jahren, indem ich das Torwarttraining zum Beispiel mit meinem Co-Trainer geteilt habe, also selber gemacht habe, teilweise vor dem Training, teilweise nach dem Training, bin ich zu einem Präsidenten gekommen, ein ganz, ganz toller Mann, das war 2000, 2001, 2002, dass ich gerade mit dem VfL Bochum aufgestiegen bin, beim Herrn Werner Altogör. Und dem habe ich gesagt, also um optimal arbeiten zu können, ich habe hier hervorragende Torhüter, bräuchte ich normalerweise auch einen Torwarttrainer. Daraufhin hat der Präsident mir damals gesagt, Herr Neuruhr, Sie sind Sportwissenschaftler, Sie sind Diplom-Sportlehrer, Sie sind Fußballlehrer, Diplom-Fußballlehrer und so weiter. Und Sie haben das und das gemacht. Was glauben Sie eigentlich, warum ich Sie eingestellt habe? Ja, ich sage, ja, weiß ich auch nicht, um Erfolg zu haben. Ja, aber wenn Sie das nicht alle selber können, dann hätte ich auch andere Leute eingestellt. Herzlichen Glückwunsch. Also die Nummer war gestorben, Torwarttrainer gab es nicht. Heute ist es selbstverständlich. Heute habe ich nebenbei, neben der Tatsache, dass ich einen Torwarttrainer habe, möglicherweise einen Fitnesstrainer, wobei ich eine andere Einstellung dazu habe. Darüber hinaus habe ich jemanden, der die Videoanalysen macht. Das sind alles Dinge, die wir früher selber gemacht haben. Das ist anders geworden, vollkommen klar. Also es gehört wesentlich mehr dazu, keine Frage. Du bist als Teamchef bzw. als Trainer, als Cheftrainer verantwortlich für eine kleine Gruppe, dein Trainerstab, in der du in erster Linie versuchen musst, die einzelnen Personen einzuordnen, die einzelnen Personen mit Aufgaben zu versehen, mit auch Bereichen zu versehen, für die im Prinzip auch die Verantwortung haben. Letztendlich stehst du darüber und organisierst und bist der Manager eines Trainers. Diese Funktion, die zum Beispiel jetzt bekannterweise einige haben in der Premier League in England, da ist sehr, sehr, sehr gut angenommen worden. Da ist der Trainer nicht der Trainer, sondern der Teamchef, wie Jürgen Klopp bei Liverpool. Der ist für die Verhandlungen zuständig, der ist fürs Management zuständig im sportlichen Bereich, der ist für deinen Trainerstab zuständig, der macht auch natürlich noch einige Trainingseinheiten mit, selbstverständlich, aber ist im Prinzip derjenige, der mehr organisatorisch und vom Management herkommt und für alle Sachen zuständig ist. Der deutsche Trainer ist derjenige, der die Mannschaft trainiert, der auch mit seinem Trainerstab zusammenarbeitet, aber dem zum Beispiel im Gegensatz zu dem Teammanager in England oder in der Premier League, auch in Schottland und in anderen Bereichen ist es teilweise so, wie zum Beispiel in der USA, in der Major League Soccer, nicht verantwortlich ist, allein verantwortlich ist, nur wenn er Glück hat, darf er mitreden, mit Spielerverkäufen, Einkäufen, Verkäufen und ähnlichen Dingen. Da hat der Teammanager in England natürlich wesentlich mehr Einfluss auf die Mannschaft und auf das gesamte Entwickeln eines Projektes viel mehr als der deutsche Trainer zum Beispiel. Und das hat sich Und geändert, Sie das waren gab es ja, früher nicht. und wenn ich das richtig mitverfolgt habe, waren Sie ja auch einer der Ersten, der erkannt hat, wie wichtig die Psychologie der Spieler, dass auf die eingegangen ist. Da waren Sie ja einer der Ersten. Ja, gut, okay. Das wurde in Erfolgsfall dann immer so dargestellt. Also das sollte man nicht so hochhängen. Genauso wie ich war derjenige, der erste Trainer in ganz Europa, der mit einem Laptop gearbeitet hat, der eine Datenbank hatte über Spieler. Aber ich bin ehrlich gesagt derjenige, der vorhin festgestellt hat, als wir uns hier eingerichtet haben, ich kann on und off an meinem Computer, mehr kann ich nicht. Und kann meine Spielerdateien abrufen. Aber ich war der Erste, der das gemacht hat. Es war revolutionär. Wenn du dann noch ein klein wenig Erfolg dabei hast, dann ist es natürlich das Maß aller Dinge, was du da gemacht hast. Ja, aber die Nummern hat zum Beispiel mittlerweile jeder Drittligist. Ich hatte damals, habe ich angefangen mit meiner Analyse,
mit einer Spielbeobachtung und so weiter und so weiter. Dann hat mir ein Kollege, ein Studienkollege damals aus der Sportwissenschaft heraus, eine Datei eingerichtet, in der ich sämtliche Spieler von mir, 3800 an der Zahl, in einer Liste hatte und immer abrufbar, mit allen Fähigkeiten, mit den ganzen Staaten, die sie hatten, also Profi, Amateur, Linksfuß, Rechtsfuß, offensiv, defensiv und wie auch immer. Also ich war da gut ausgerüstet, was damals revolutionär war, eben auch dadurch in Verbindung, weil ich dann relativ erfolgreich war, aber mittlerweile selbstverständlich ist. Und von daher ändern sich viele Sachen im Leben, gerade im fußballerischen Leben, von heute auf morgen. Und du wirst für Maßnahmen, die erfolgreich sind, oftmals gefeiert als der große Psychologe. Und bei der gleichen Maßnahme, die nicht erfolgreich ist, bist du der große Scharlatan. Das ist eben so. Dominik, frag du einmal was. Ich will nicht alles allein fragen. Ja, kein Problem. Ist ja hochgradig interessant. Also alles gut. Herr Neuruhr, normal frage ich immer sportliche Sachen, jetzt gehe ich ein bisschen ins Wirtschaftliche rein. War es notwendig, das System so runterzufahren, dass man letztendlich jeder im wirtschaftlichen Bereich, Privatfirmen, Fußballvereine und, jetzt kämpfen müssen ums Überleben? War das notwendig? Unabhängig von Österreich oder Deutschland, ja. Ich weiß nicht, ob es notwendig war, das bewusst runterzufahren, denn bewusst ist ja nicht runtergefahren worden. Ich habe vor Jahren gesagt, den Zeigefinger hochgehoben, gut im Nachhinein, ist es immer gut, wenn so eine Situation auftritt, dann kann ich mich melden, dann habe ich ja recht behalten. Dass diese utopischen, diese absolut utopischen, aber irgendwo erzielten Ablösesummen den Fußball auf Dauer kaputt machen können. Da habe ich allerdings mit allem gerechnet. Mit irgendwelchen wirtschaftlichen Schwächen überhaupt keine Frage, aber nicht damit, dass so eine Pandemie zum Beispiel entsteht, dass plötzlich weltweit der ganze Markt zusammenbricht. Ja, wir gehen davon aus, dass wenn wir diese Krise, wovon ich ausgehe, überstehen werden, dass es diese wahnsinnigen Ablösungen, mit denen im Prinzip kein Mensch umgehen kann, es nicht mehr geben wird. Oder zuerst nicht mehr geben wird, bis sich alles wieder auf ein gewisses Normalmaß hat verändern können. Ja, es ist traurig, aber der Mensch ist eben so. Ja, unsere Gesellschaft ist eben so. Wir leben nicht mehr glücklicherweise im Komplettsozialismus, sondern wir leben eben ja, von Finanzen getragen, ja, und haben dadurch bedingt oftmals unsere Basis verloren. Ja? Wenn ich sehe, dass junge Spieler heutzutage ankommen mit 3, 4 Beratern, wenn junge Spieler ankommen und plötzlich Forderungen stellen, Gehaltsforderungen, die du eigentlich gar nicht bezahlen möchtest, aber bezahlen musst, weil wenn du das ablehnst, geht der Spieler zum anderen Verein, weil ein Bezug zur Region, Bezug zum Verein selber ist ja seltener gegeben und der andere Verein bezahlt es. Wenn zum Beispiel irgendwelche Spieler da sind, wir haben es ja oftmals in der Bundesliga erlebt, Beispiel Borussia Dortmund, Dembélé oder Aubameyang, ja, deren Verträge noch liefen, die ein unglaubliches Geld verdient haben bei Borussia Dortmund, aber wirklich verdient haben, weil sie auch eingespielt haben, gut. Die haben dann irgendwo von ihrem Berater in den Kopf bekommen, ja, Moment mal, aber in England, in der Premier League oder da, von mir aus, da und da oder bei Barcelona, wie bei Dembélé, kann ich um ein wesentliches mehr verdienen. Dann ist den Spielern mit diesem Bewusstsein, das ist vollkommen egal, dann eben, dann weigern sie sich, das Training aufzunehmen, dann weigern sie sich zu spielen, um dann frei zu kommen. Jetzt müsste normalerweise vom Bewusstsein her ein Punkt eintreten. Dann müsste man eigentlich weltweit solidarisch sein und sagen, die Spieler, die sich so verhalten, ja, die setzt sich auf die Tribüne und sagt: Pass mal auf, mein Junge, du hast noch 2 Jahre Vertrag. Und du wirst 2 Jahre lang nicht ein einziges Spiel bei mir machen. Du kannst trainieren, das steht in deinem Vertrag, das ist dein gutes Recht. Ja, okay, aber du spielst bei mir nicht mehr. Mal gucken, ob der Verein, der angeblich Interesse hat, für dich 100 Millionen auszugeben, dich verpflichtet, wenn du 2 Jahre kein einziges Spiel mehr machst. Das Problem ist nur, wenn es wie bei Borussia Dortmund zum Beispiel eine Aktiengesellschaft ist, dann sagt der Aktionär: Moment mal, die vernichten ja hier Kapital. Also wird der Spieler mittlerweile immer mehr Macht bekommen, irgendwo sein Recht bekommen, der klagt sich raus, der verabschiedet sich, der Verein erzielt eine unglaubliche Ablösesumme, die Aktionäre sind zufrieden, die Dividende werden ausgeschüttet und der Spieler ist im Prinzip als Eingesellschafter einer Ich-Gesellschaft, ja, erfolgreich. Das Problem ist, wie oftmals in der ganzen Entwicklung, die Vereine zum Beispiel bleiben. Vorstände wechseln, Trainer wechseln, Spieler wechseln, aber eins bleibt immer gleich: die Fans, die bleiben. Die Fans, die bleiben, das wird vererbt. Ja? Ich komme ja nicht aus der Idee, normalerweise, wenn ich hier aus dem Ruhrpott kommend
bin ich normalerweise immer dahingehend versorgt, bin ich Schalke 04 oder von mir aus Borussia Dortmund. Ich komme nicht auf die Idee, weil mein Vater schon jahrelang dahingegangen ist, plötzlich meine eigene Idee als Kind zu entwickeln, ich werde morgen Fan von Rapid Wien. Habe ich keinen Bezug zu. Wie soll das auch sein? Ja? Es ist nur eine Geschäftsbeziehung. Ja, und wenn der Fan, der bleibt ja vollkommen klar. Der Fan, der die 50, 60, 70 Euro hat, um sich ein Trikot zu kaufen, teilweise zusammengespart, und auf dem Trikotnamen steht irgendein Name und irgendeine Rücknummer. Und dieser Spieler wechselt den Verein. Der kann sich nicht die gleiche, das Trikot nochmal kaufen. Also das Identifizieren läuft leider im Profifußball nur noch in eine Richtung. Und zwar in die, dass der Fan mit ganzem Enthusiasmus, mit der ganzen, teilweise auch übertriebenen Liebe zu dem Verein, ja, allein gelassen wird, dadurch, dass alle anderen Leute einzig und allein Geschäftsinteressen haben. Es war vor Jahren, vor langer, langer Zeit, als ich angefangen habe als Trainer, habe ich immer eine Extremsituation mit Schalke 04 gehabt. Ja, Schalke 04 ist ein Kultverein in Deutschland, mittlerweile über 150.000 Mitglieder, gehört zu den fünf größten Clubs mitgliedermäßig der gesamten Welt. Da waren wir in Abstiegsgefahr und spielten gegen irgendeinen Berliner Club, scheißegal wie der heißt, und spielten bei uns im Parkstadion vor über 70.000 Zuschauern um den Ligaerhalt. 70.000 Zuschauer, ja, die sich das Geld abgespart haben, um in dieses Stadion zu kommen, weil die zu diesem Verein stehen. Da konnte ich als Trainer hingehen und vor diesem Spiel, ja, unter dem Einfluss dieser 70.000, die auf dich eingewirkt haben, der Mannschaft sagen: Hey Jungs, guckt mal auf euer Trikot. Was ist das für ein Emblem? Guckt mal nach draußen, da laufen 70.000 rum, die sich das Geld erspart haben, damit sie euch sehen. Euch mit diesem Trikot, auf dem S04 steht. Da sind die Jungs abgegangen, wie die Ein-Mann-Handgranaten, vollkommen klar. Ja, weil die nicht verstanden haben. Ja, weil die nicht verstanden haben. Ne? Weil die Leute aus der Gegend kamen oder aus Deutschland. Es gab nur, in An- und Abfolge, ich bin der absolute Kosmopolit, also nichts gegen Ausländer. Aber es ist eine andere Geschichte geworden. Die Jungs haben Fußball gespielt für diesen Verein, für sich selber natürlich in erster Linie, gar keine Frage. Das macht ja jeder, nur dann kann ich auch Leistung bringen. Aber auch für diesen Verein und für die Ideologie dieses Vereines. Wenn ich das heute einer Mannschaft sage, da sagen die: Was? Wappen? Ist der Alte total bekloppt? Was erzählt der uns für eine Scheiße? Die sollen pünktlich bezahlen, und wenn sie nicht pünktlich bezahlen, dann sollen sie die Ablösesumme, die ja sowieso festgeschrieben ist, raushauen, dann wechsle ich den Verein. Da hat kein Mensch was mit zu tun. Das ist aber in Deutschland genauso, ob in der dritten Liga, in der zweiten Liga, in der ersten Liga, in Österreich, egal wo, weltweit mittlerweile, überall das Gleiche. Überall das Gleiche. Das ist eine traurige Entwicklung, aber das ist nicht eine traurige Entwicklung nur spezifisch auf den Fußball bezogen, sondern auf unsere gesamten Gesellschaften bezogen. Es gibt nur noch Egomanen. Ja, diese quasi nationalen Grundgedanken. Ich mache irgendwas für meinen Staat, meine Nation, meine Heimat, mein Verein, meine Gruppe und so weiter. Abgesehen, vorbei. Es ist vorbei. Ich mache nur noch alles für mich. Und wenn ich jetzt den fortwährenden Wechsel vornehme, ja, dann verliere ich doch logischerweise irgendwo auch den Glauben, wenn ich dann davon rede, ja, was es heißt, Zusammenhalt zu schaffen, was es heißt, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Wenn ich nur an mein eigenes Ziel denke und das so transportiere, dass jeder andere das auch mitbekommt. Aber da gibt es ja rühmliche Sie haben es ja Ausnahmen. gerade Nehmen. wirtschaftlich, ganz kurz noch, Herr Neuhauser, Sie haben ja Ja. gesagt, wirtschaftlich ist es natürlich für die Vereine ein Wahnsinn. Und genau das, was Sie jetzt angesprochen haben, ist es vielleicht jetzt nicht sportlich so weit, dass man sagt, okay, Budget ein bisschen nach unten fahren, wir nehmen wieder unsere Spieler aus dem eigenen Nachwuchsbereich hoch, ziehen die hoch. Und also das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, ist es nicht ein gesellschaftliches Problem, sind wir nicht dafür zuständig, unsere Jungs, Töchter, wie auch immer, so auszubilden oder beziehungsweise so zu erziehen, ziehen, dass das nicht vorkommt? Das Wunschdenken, klar. Aber mit dem Erziehen ist schon so eine Sache selber. Ich rede vom Profifußball, weil vom Nachwuchsfußball habe ich die große Ahnung nicht. Dieses pädagogische, dieser Ablauf, der sollte normalerweise, um ein Bewusstsein zu entwickeln, im Jugendbereich vonstatten gehen. Genauso wie die Ausbildung des Spielers im Jugendbereich vonstatten zu gehen ist. Das heißt also, die besten Trainer, die größten
Motivatoren, die sollten im Jugendbereich unterwegs sein und nicht im Profibereich. Ja, denn da ist eine komplett andere Arbeit gefragt. Wenn ich also jetzt aus dem Jugendbereich wirklich saubere Spieler in An- und Abführung, charakterlich, obwohl im Fußball von Charakter zu reden, ist immer eine gefährliche Angelegenheit. Aber wenn ich diese jetzt bekomme und die stellen dann im Profibereich fest, Moment mal, was hier mir unten erzählt wurde, hat er mit dem Fußball, den ich im Augenblick jetzt überleben muss oder leben darf, überhaupt nichts zu tun. Wenn es wirklich nicht mehr um 11 Freunde geht, die dann miteinander spielen, das war vor 100 Jahren mal so, sondern um einzelne Einzelkämpfer, die bestrebt sind, Leistung zu bringen, gar keine Frage. Und die Fähigkeit des Trainers ist eben die, aus diesem Einzelkämpfer eine Mannschaft zu machen. Wenn die jetzt ein gemeinsames Ziel auch noch haben, das realistisch ist, das man auch erreichen kann, in Verbindung mit dem Gesamtverein, dann bin ich auf einem guten Wege. Habe ich das allerdings nicht? Habe ich gut ausgebildete Spieler in allen Bereichen, sowohl im sozialen Verhalten her als auch im leistungstechnischen Bereich her. Ja? Aber die werden plötzlich mit einem unrealistischen Ziel, ja, konfrontiert. Dann werde ich ein riesengroßes Problem haben, weil mein Nachbarverein oder mein Nachbarland möglicherweise mit viel, viel mehr Geld, ja, gleiche Ziele allerdings realistisch erreichbar proklamiert. Dann bin ich zweiter Sieger. Ich muss mir überlegen, was will ich? Will ich auf dem Klavier der ganz Großen mitspielen? Will ich die Champions League gewinnen? Dann muss ich leider mir diese Gesetzmäßigkeiten, die im Augenblick im Geschäft da sind, unterwerfen. Oder will ich wieder ehrlichen Fußball haben? Wobei das andere muss nicht unehrlich sein. Hängt davon ab, wie ich das Ganze transportiere. Und bin aber nicht wettbewerbsfähig. Bayern München zum Beispiel ist in Deutschland der einzige Verein, der kein Ausbildungsverein ist. Bayern München ist ein Verein, der Spieler verpflichten kann, der selber Spieler ausbildet. Mittlerweile haben sie es gelernt. Ja? Und die dann ihre Leistungsträger behalten können. Alle anderen Vereine in Deutschland zum Beispiel, jetzt reden wir nicht von Österreich. Wenn ich sehe, was Salzburg macht, ist überragend gut. Aber sobald in Salzburg jemand vernünftig Fußball spielt, geht der woanders hin. Warum? Weil in Salzburg, sprich in Österreich oder in Deutschland, bis auf Bayern München, kein Wettbewerb da ist. Der ist national, okay. Salzburg wird eigentlich immer Meister. Gut, in diesem Jahr haben sie das Problem, dass sie erstmals seit Jahren jemanden haben, der auf Augenhöhe mitspielt. Warum auch immer, kann ich nicht beurteilen. Ja? Aber ansonsten haben sie keinen Wettbewerb. So, die Spieler, die sie großartig ausbilden, ja, haben irgendwo aufgrund ihrer Leistung Angebote von anderen Vereinen, bei denen sie allerdings die Champions League gewinnen können, zum Beispiel, dann nützt mir kein Geld in Salzburg selber, ist ja genug vorhanden durch Mateschitz, um diesen Spieler zu halten. Bedingt dadurch, dass dieser Spieler nicht halten kann. Das ist in der Bundesliga eben genauso, bis auf den einen Verein Bayern München. Kann ich dann im oberen Bereich des europäischen Wettbewerbs nicht mehr mithalten? In Österreich zum Beispiel sieht es so aus, Talente, die U21 war seit Jahrhunderten, ein bisschen übertrieben, immer einer der besten in Europa. Wenn ich mir aber die Nationalmannschaft angucke in Österreich und ich habe relativ gute Kenntnisse über die einzelnen Spieler, weil ein Freund von mir für den ÖFB arbeitet, ein sehr guter Freund, ehemaliger Spieler, ehemaliger Co-Trainer, der arbeitet für den ÖFB, der ist Co-Trainer der Nationalmannschaft. Von daher weiß ich, worum es da geht. Ich kenne auch viele Spieler selber, wie Gregoritsch, den ich selber hatte. Den Vater kenne ich, der macht die U21 bei Österreich und so weiter. Dann stelle ich fest, egal wie gut man da arbeitet, es ist uninteressant. Sie werden nie in der Liga eine großartige Mannschaft nach oben bringen können, die die Champions League gewinnen können, zum Beispiel, weil der Wettbewerb einfach nicht gegeben ist. Wenn ich sehe, wie viele Nationalspieler von Österreich, ja, zum Beispiel gar nicht in Österreich spielen in der Liga, dann darf ich mich nicht wundern. Das ist vollkommen klar. Die ganzen Entwicklungen ähnlicher Art. Früher war es in der deutschen Bundesliga so, dass die ganzen Topspieler gingen nach Italien, gingen nach Spanien teilweise und so weiter. Mittlerweile sind sie in der Lage, vom Finanziellen her, zumindest ihre Topspieler erstmal in Deutschland zu halten. Deswegen ist die Bundesliga auf einem anderen Niveau. Besserer Wettbewerb. Aber letztendlich, bis auf Bayern München, kann keine Mannschaft in Deutschland, in Österreich sowieso nicht, die Champions League gewinnen. Und da muss ich mich entscheiden, ne? Spiele ich mit auf dieser Ebene oder spiele ich nicht mit auf der Ebene?
Ja, wir haben eben gerade über Vereinstreue geredet und so. Da gibt es aber rühmliche Ausnahmen auch noch. Ich glaube nicht, dass ein Spieler von Union Berlin derzeit zur Hertha wechseln würde. Was ist dort anders an der alten Försterei? Ja, das ist schon richtig, das ist klar. Das sind interne Angelegenheiten. Es gibt noch ganz, ganz wenige Spieler, obwohl es da auch große andere Beispiele gibt, die von Borussia Dortmund nach Schalke 04 wechseln oder andersrum. Aber das sind Ausnahmen, die gibt es noch. Aber Union Berlin und Hertha BSC, na, herzlichen Glückwunsch. Das sind zwei Welten, zwei Fußballwelten, die da aufeinander prallen. Beide haben eine Philosophie. Die von Hertha BSC, die kann ich noch nicht ganz erkennen. Die von Union Berlin allerdings ist großartig, großartig. Ein Verein aus dem ehemaligen Osten kommt, der wirklich ja, authentisch ist und überragende Fankultur hat. Das ist ein Verein, das ist Kult. Aber auch da wird übrigens nicht mit Nüssen oder mit Keksen bezahlt. Die kriegen richtig Geld. Jetzt haben Sie Ja, gerade wenn das wir Wort gesagt, zurückkommen. authentisch. Bitte? Jetzt haben Sie Bitte, gerade gesagt, Dominik. das Wort authentisch. Authentisch. Ja, genau. Das ist die klassische Frage. Sie gelten ja nur als authentisch und locker und sagen das, was Sache ist. Aber was ist in der heutigen Zeit los, dass sich viele Trainer, aber auch Spieler, keine vernünftigen Stellungnahmen mehr vor den Medien abgeben wollen und Auch dürfen? das ist die Nummer unserer Gesellschaft. Ne? Es traut sich keiner mehr, die Wahrheit zu sagen, denn die Wahrheit tut oftmals weh. Und ich habe irgendwo immer versucht, der Lebensphilosophie, der ich mir das selber auf den Zettel geschrieben habe, zu folgen. Also ich bin grundsätzlich ehrlich in allen Bereichen, aber so ehrlich, dass ab und zu diese Ehrlichkeit einerseits überragend rüberkommt, gut kommt, finden viele Leute ganz, ganz toll, andererseits mir aber selbst zum Schaden geführt hat. Nur dass es mir mittlerweile glücklicherweise aufgrund der Tatsache, dass ich über 30 Jahre dabei bin, egal geworden, da bleibe ich bei. Ich brauche keine Fans. Bis zu einem gewissen Punkt braucht jeder Fans. Ich brauche keine Zustimmung von Leuten, die mich gar nicht kennen. Denn diejenigen, die mich gut finden, aber mit mir noch kein Wort gesprochen haben, sind genauso gut oder genauso schlecht wie diejenigen, die mich schlecht finden, mit mir noch kein Wort gesprochen haben. Denn die kennen mich ja gar nicht. Da gibt also irgendjemand irgendein pauschales Urteil ab. Ja, bedingt dadurch, dass ich natürlich mit relativ großer Klappe versehen, immer authentisch bin, immer ehrlich bin, gibt es bei uns in Deutschland die Tatsache, dass ja, so und so viel Prozent, ich weiß nicht, kann ich mir nicht mit ausdrücken, mich sehr, 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 sehr verehren. Es gibt aber, auch wenn die Anzahl noch geringer ist, aber die gibt es mit Sicherheit, welche, die verabscheuen mich und finden mich einfach nur fürchterlich und finden mich als Großkotz und wie auch immer, Plappermaul und egal was. Aber diese Nummer ist mir im Prinzip jetzt mittlerweile egal geworden. Mein Klischee, in dem ich stecke, werde ich nicht mehr verändern. Mein Image, was ich habe, werde ich nicht mehr verändern. Will ich auch gar nicht verändern, weil ich lege nur Wert auf Urteile von Menschen, die mit mir zusammenarbeiten und die wissen, wie ich wirklich bin. Da, sowohl positiv als auch negativ, nehme ich jede Art von Kritik an. Die positive freut dann natürlich, die negative nicht. Ich lasse mich aber nicht mehr verkaufen oder ich verkaufe mich nicht mehr selber. Das musste ich am Anfang vollkommen klar, um reinzukommen in dieses Geschäft, mit Sicherheit machen. Aber das ist dann nach einer gewissen Zeit, in der du dann auch das und das und das verdient hast, das und das man nachgewiesen hast, ist es nicht mehr notwendig. Und für mich ist die Prämisse grundsätzlich immer geradeaus zu gehen, auch Fehler zu machen, zu den Fehlern auch zu stehen. Ich habe auch schon Spiele vercoacht, war meine einzige und alleinige Schuld, nicht die der Mannschaft. Das darf sich natürlich nicht öfter abspielen, ist auch vollkommen klar. Aber ich bleibe dabei. Das, was ich sage, zu dem stehe ich. Wenn mich jemand fragt, und da war ich früher anders, nach meiner Meinung, dann sage ich meine Meinung. Auch wenn dem anderen die Meinung nicht passt. Ich habe keinen Absolutheitsanspruch auf irgendwelche Dinge, aber ich bin so, wie ich bin und ich werde mich nicht verändern. Ich werde jetzt irgendwann, wenn ich Glück habe, in den nächsten Tagen werde ich 65 und da habe ich keine Lust mehr zu. Irgendwo mein Ding, was mir relativ gut bekommen ist, ja, in allen Bereichen, noch irgendwo zu ändern. Sie haben ja sehr viele Trainerstationen, unter anderem zweimal Bochum. Die erste Zeit in Bochum kann man das als die schönste Zeit bezeichnen mit dem Aufstieg, dann in der Bundesliga Erster. Das hat es ja in Bochum vorher so nicht gegeben. Bochum war eine sehr, sehr tolle Geschichte, war eine sehr emotionale Geschichte. Aus der Nummer Bochum sind große Freundschaften entstanden. Mein Vereinsarzt damals, Professor Dr. Bauer,
Mein erster Co-Trainer Fanny Heinemann, mein zweiter Co-Trainer Nico Michiati, meine Physiotherapeuten und zwei, drei, die mit der Mannschaft gearbeitet haben, sind mittlerweile große Freunde geworden, gehören zum Beispiel zu unserer Harley-Gang, Harley-Truppe, meinen Harley-Brothers. Ganz, ganz selten im Profifußball, dass man sowas erlebt, dass man Freundschaften, richtige Freundschaften, damit rausnimmt, obwohl wir ja schon seit Jahren nicht mehr zusammen sind. Es war eine tolle Zeit, wir hatten eine tolle Mannschaft, überragende Truppe, ein Zusammenhalt, der notwendig ist, um Dinge zu schaffen, die eigentlich gar nicht schaffbar sind. Zum damaligen Zeitpunkt war Jürgen Klopp in Mainz 05 11 Punkte vor uns, als ich den Job übernommen habe. Und wir waren vom ersten Tag dann davon überzeugt, dass wir das schaffen. Dass wir also an Mainz noch vorbeigehen, dass wir aufsteigen. Und das ist ja am letzten Spieltag dann auch geschehen. Und da entstehen natürlich so dynamische Prozesse, die kann man mit Worten gar nicht wiedergeben. Das war einfach überragend und einzigartig. Zum zweiten Mal in Bochum waren Sie dann in Ihrer, wie soll ich sagen, Funktion als Feuerwehrmann. Da war man ja am Relegationsplatz, dann sind Sie gekommen. Die ersten vier Spiele, vier Siege, 3:0, sind dann auch weiter dort geblieben und haben Sie aber dann im darauffolgenden Winter, hat es geheißen, vereinsschädige das Verhalten. Da haben Sie wahrscheinlich wieder mal gesagt, was Sie sich gedacht haben. Ja, das war die linkeste Tour, die ich im Profifußball und ich habe viele linke Touren kennengelernt, die ich damals bei meinen An- und Abführungen Lieblingsvereinen erleben musste. Was da ein Sportdirektor mit mir veranstaltet hat, weil ich dem eine Nummer zu groß geworden bin, zu beliebt war in der Öffentlichkeit und zu beliebt bei der Mannschaft, das war schon einzigartig. Die Geschichte war die, dass wir nach einem Spiel, das wir berechtigterweise 3:0 verloren haben in Ingolstadt, die übrigens danach aufgestiegen sind, uns haben eine Kritik vom Aufsichtsratsvorsitzenden haben anhören müssen, der mit den Worten, diese Mannschaft hat keinen Charakter, ja, die Mannschaft ja, mehr oder weniger so dargestellt hat. Ich wurde mit diesen Aussagen noch nicht konfrontiert, sondern damit konfrontiert, dass mein Kapitän, der Torhüter, Andreas Lute, der mittlerweile in der Bundesliga in Augsburg spielt, den man auch rauskomplimentiert hat, gesagt hat, dieser Aufsichtsratsvorsitzende möge doch bitte diese Äußerung nicht so tätigen, denn er kennt weder Mannschaft noch sonst was. Und wer nicht täglich beim Training ist oder überhaupt nicht beim Training ist, dem steht es auch nicht zu, über den Charakter einer Mannschaft zu sprechen. Mit dieser Aussage meines Kapitäns bin ich konfrontiert worden. Das war lanciert, das weiß ich, vom Sportdirektor Christian Hochstetter. Und auf die Frage hin, was ich dazu sage, sage ich, mein Kapitän hat das Recht, was zu sagen. Ja, was sagen Sie denn zum Inhalt dieser Aussage des Kapitäns? Sag ich, ich gebe meinem Kapitän zu 100% recht. Mehr habe ich nicht gesagt dazu. 2 Tage später bin ich wegen vereinsschädigenden Verhaltens rausgeschmissen worden. Das war natürlich bitterhart, vor allem, weil ich zum VfL Bochum gekommen bin, um dem Bochumer nur zu helfen. Ich habe auf Gelder verzichtet. Gut, es geht ja da irgendwann sowieso nicht mehr ums Geld. Und es war unglaublich, was da im Umfeld passiert ist, was wir dann wieder bereinigt haben als Mannschaft. Ich durfte dabei sein. Das war Wahnsinn, das war unglaublich, das war toll. Das war fast vergleichbar mit dem Aufstieg damals, mit dem Erreichen des Europapokals. Aber was damit mir und dem Kapitän gemacht wurde, das war Vereinspolitik in übelster Form. Aber was hat denn Feuerwehrmann Neururer, was hat denn ausgemacht? Warum so gut als Zum Recht, Feuerwehrmann? zum Recht. Du bist als Feuerwehrmann bist du zum rechten Zeitpunkt, zu einem schlechten Zeitpunkt, aber zum rechten Zeitpunkt nach dem richtigen Verein mit deiner Person, mit deinen Fähigkeiten, die du hast oder eben auch nicht hast. Feuerwehrmann bist du dann, wenn du erfolgreich bist, dann bist du Feuerwehrmann. Ansonsten, na gut, andere Geschichte. Können wir mal eben 2 Sekunden unterbrechen? Ja, Geht das? natürlich. Ja, geht das? Ich muss mal Natürlich. ganz hastig. Ja? Kein Danke, Problem. danke. Macht Werbung, macht Werbung.
Wir sind dann gleich wieder da, sobald der Peter Neururer wieder zurück ist. Wir sind gerade bei seiner Rolle als Feuerwehrmann. Da habe ich dann eh noch eine dazu passende Frage zu ihm. Also zu dieser Geschichte. Da gibt es nämlich noch was relativ Witziges. Toller Gesprächspartner. Deswegen ist er ja Absolut auch und bei. Bitte. absolut, absolut toller. Ich werde ihm dann noch Fragen über Kreativität im Fußball, über die Ausbildung in Deutschland und sind sicher noch spannende Themen dabei. Ja, hier waren noch ein paar spannende Fragen. Die Sicht über österreichische Fußballer hat sich ja in Deutschland extrem geändert. Waren immer talentiert, aber früher hat man gesagt, die können nicht laufen, die haben nicht die richtige Einstellung. Also es gibt noch genügend Gesprächsthema. Da müssen wir uns natürlich noch über ein paar Zitate von ihm unterhalten. Aber toller Typ, so wie wir uns das erwartet haben, Dominik. Ja, absolut und ich glaube, es ist uns keiner böse, wenn wir heute übermaßen die Sendezeit strapazieren, weil es einfach extrem spannend ist, mit Peter Neururer zu sprechen. A nimmt er sich und B ist ein absoluter Fußballexperte, der überall einen Einblick hat und es macht extrem Spaß, mit ihm zu sprechen. Und ich habe schon eine Tür gehört. So. Herr Mir Neuro, leid. Oh. bevor die Frage Bitte? beantwortet wird, die dann nochmal, bevor die Frage dann nochmal beantwortet wird, die nochmal gestellt wird, das haben Sie hervorragend gemacht. Könnte man vielleicht einmal anstoßen auf ein Achterl Wein? Nämlich umso mehr Pause wir haben, umso mehr Werbung können wir schalten. Ist das möglich? Wunderbar. Ja, klar. So. Also Sie haben gerade gesagt, Feuerwehrmann, der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da muss ich natürlich gleich nachfragen, Sie sind zweimal mit Blaulicht erwischt worden. Einmal am Weg zur Arbeit in Bochum und einmal in Luxemburg. Hat das was mit Ihrer Funktion als Feuerwehrmann zu tun gehabt? Am Privatauto? Nein, 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 nein. Ich bin ein geborener Geizkragen. Ja. Und wir haben da irgendwann mal mit der Mannschaft verabredet. Im Ruhrgebiet natürlich immer problematisch, weil viel, viel Verkehr da ist. Wer zum Training zu spät kommt, zum Treffpunkt zu spät kommt und wie auch immer zahlt pro Minute 10 Euro. Ja, also Geldstrafe. Und ich bin Pünktlichkeitsfanatiker bis zum geht nicht mehr. Und stellte dann plötzlich fest, dass ich mit Bochum fahre. Ich wohne in der Nähe des Stadions von Schalke 04, muss also 28 Kilometer zum Stadion nach Bochum fahren, zum Training zu kommen, im Ruhrgebiet des Öfteren Probleme habe, pünktlich zu sein. Weil Stau, ewig Stau, komplett Stau. Und zu dem Zeitpunkt, vor meiner Zeit in Bochum, habe ich eine Morddrohung erhalten von irgendwelchen ferngesteuerten, idiotischen sogenannten oder auch Fans, die keine Fans waren, sondern halbkriminelle Morddrohungen. Und zu dem Zeitpunkt hat die Polizei mir ein Waffenschein besorgt und eine Pistole besorgt, eine Schreckschusspistole. Und darüber hinaus auch ein Blaulicht. Im Falle, dass irgendwo was bekommen kann, entstehen könnte, kann ich Blaulicht nehmen. Okay, dieses Blaulicht, Gefahr bestand ja nicht, ich habe Personenschutz gehabt und so weiter und so weiter. Also brauchte ich mein eigenes Blaulicht nicht. Aber das habe ich eben auch behalten. Das war natürlich der erste kleine Fehler. Und dann war ich dann irgendwann mal in einem Stau und ich habe festgestellt, oh klasse, sobald ich das Blaulicht oben drauf mache, egal wie groß der Stau, die Wagen fahren auseinander und die meinen, dieser SEK, der muss von der SEK kommen, da ist irgendwo was ganz Besonderes. Alles klar. Jetzt habe ich das jetzt öfter gemacht, hat immer wunderbar geklappt. Jetzt spielten wir mit dem VfL Bochum Europapokal gegen Standard Lüttich. Und ich bin dann der einzige deutsche Trainer, der im europäischen Wettbewerb einfach ungeschlagen ist. Noch nie verloren, aber ich habe auch noch nie gewonnen. Ich habe nur zweimal mit Bochum gespielt. In Lüttich 0-0 und zu Hause 1-1 und damit ausgeschieden. Und dann in diesem Tag ausgeschieden. Frust natürlich sehr, sehr groß. Nach Hause gefahren, auch nochmal, klar. Am nächsten Morgen Training. Und irgendwo und irgendwann stelle ich fest, da fährt irgendwie so ein Vollhammerwerfer immer kurz Stoßstange, immer auf mich drauf und immer auf mich drauf und immer auf mich zu. Ich klack das Blaulicht oben drauf und der Junge ist verschwunden. Die Situation war bereinigt, ich fahre weiter, vergesse allerdings, dass ich das Blaulicht oben drauf habe. Und fahre weiter, fahre die Autobahn ab, fahre Richtung Ruhrstadion zum Training und fahre auf eine Ampelanlage zu. Immer noch mit dem Blaulicht oben drauf, wovon ich ja nichts mehr mitbekommen habe.
An der Ampel standen ungefähr 30, 40 Autos, normal. Die sahen mich mit dem Blaulicht kommen. Was machen sie, höflich wie sie sind? Die gehen auseinander. Auch nicht so schlimm. Ich fahre weiter an dieser Ampelanlage vorbei und sehe, oh Scheiße, die Ampel ist rot. Aber wenn die alle Platz machen, dann fahre ich mal weiter. Dann bin ich weitergefahren über diese rote Ampel und sehe auch im Blickwinkel, oh Scheiße, rechts neben mir stehen die Bullen, also steht die Polizei, die mich dann gesehen haben. War eine Kreuzung. Ich fahre auf meinen Parkplatz zum Ruhrstadion, ein riesengroßes Stadioncenter. Und da, hier ist unser Parkplatz und dahinter das Stadioncenter, alles nur Glasscheiben. Glasscheiben, Büros und so weiter und so weiter. Und ich sehe, ach du Scheiße, bei dem, in dem Moment, wo ich angekommen bin, du hast ein Blaulicht oben drauf. Und als ich Blaulicht sehe, sehe ich auch Mitarbeiter oben im Stadioncenter und die winken mir zu. Und zeigt allerdings, da ist irgendwas. Und hinter mir steht die Polizei. Ach du Scheiße, wie kommst du aus der Nummer raus? Na, herzlichen Glückwunsch, Herr Neurohr. Ist halt scheiße, ne? Ja, er war scheiße. Was machen Sie mit dem Blaulicht? Ja, sag ich, ja, habe ich schon, ja, herzlichen Glückwunsch. Machen wir Folgendes. 20 Euro Ordnungswidrigkeit. Ja? Aber das mit der roten Ampel, das haben wir wohl übersehen, oder? Ja, sag ich, herzlichen Glückwunsch. Ich habe die 20 Euro bezahlt, so weit, so gut. Diese Nummer mit dem Blaulicht war gut. Okay. Bin rausgekommen, heute darf man es ja sagen, die Polizei war sehr, sehr nett. Die stand auch noch unter Schock wegen des Ergebnisses gegen Standard Lüttich. Und ein, zwei Jahre später, diese Blaulichtnummer funktionierte immer noch wunderbar, keine Frage, fahre ich mittlerweile Trainer vom MSV Duisburg Richtung Kaiserslautern. Und zwar zwei Tage vor unserem Bundesligaspiel in Kaiserslautern. Und ich wollte mir für das Sommertrainingslager ein Trainingslager angucken, deswegen bin ich alleine vorweg vorgefahren. Musste aber irgendwo meinem Navigationssystem entsprechend plötzlich durch Luxemburg gefahren sein, weil ich gar nicht mitbekommen habe. So, ich fahre durch Luxemburg, vorschriftsmäßig immer, musste vorher den Führerschein mal abgeben wegen zu schnellem Fahrens, also wirklich vorschriftsmäßig. Und hatte mitten in Luxemburg in meinem Display, fuhr damals irgendein ein Porsche Cayenne oder was auch immer, im Display sah ich die Kilometerzahl, die ich gefahren bin. Also bin exakte 54 Kilometer gefahren aus einer Stadtausfahrt raus auf einer Landstraße. 54 Stundenkilometer. Ja? So weit, so gut. Und sehe in 200, 300, 400 Metern Entfernung, sehe ich Polizei stehen. Aber wollen die von mir? Keine Ahnung. Ich fahre ja, ich weiß deshalb, 54, weil genau in dem Moment das Telefon ging bei mir und dieses Display anzeigt, Anruf kommt. Und darüber hinaus 54 Stundenkilometer. Alles klar. Ich fahre also weiter und telefoniere. Auf einmal springt da irgendwie so ein Django, so ein Polizist, auf die Straße und macht Stopp und Stopp. Was will der denn von mir? Ich halte an. Dieser Polizist, zwei an der Zahl, aber einer sprach mich an, auf Französisch. Ich habe auf Französisch, der französische Sprache relativ gut mächtig, Antwort gegeben. Das war ihm wohl nicht ganz so gut. Dann sprach er plötzlich Luxemburgisch. Da habe ich natürlich kein Wort mehr verstanden. Und bin dann auch entsprechend klein wenig laut geworden. Was willst du eigentlich von mir? Ja, zu schnell gefahren, plus rapid und all so ein Scheiß. Ja, sage ich, gut, aber mit Sicherheit nicht. Das war nicht der Fall. So, er steht vor mir und macht selber die Tür auf. Das muss man sich vorstellen, geht bei uns gar nicht. Reißt die Tür auf. Sieht in der Tür, sieht er meine Schreckschusspistole. Sieht rechts auf meinem Nebensitz, weil ich den ab und zu mal gebraucht habe, mein Blaulicht. Was macht der? Der macht einen Satz zurück, sein Kollege kommt wieder zu und zieht die Waffe und sagt, er hat Stopp und wer sind Sie? Geheimagent oder Schlag mich tot oder James Bond für Arme oder irgendein Scheiß. Und die haben mich dann festgenagelt. Ich sage, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich bin Diplom-Sportlehrer und tralala, aber interessiert den, ob ich Bundesliga-Trainer bin oder nicht. Und wir will mich da rausreden und sagen, ja, die waren auf jeden Fall sauer bis zum Gehtnimmer. Ich bin ein ganz normaler Mensch. In dem Moment, wo ich da stehe, fahren MSV Duisburg-Fans an mir vorbei, die einen Tag vorher auch schon irgendwo Urlaub machen wollen. Und die sehen mich da stehen und mit blau-weißen Fahnen und die bejubeln mich. Und die Luxemburger Polizisten, die eigentlich nur eins im Sinn hatten, der erste große Wagen, der aus dem Ausland kommt, den packen wir, egal wie. Die sagten, oh Moment mal, das muss aber ein ganz besonderer sein. Und nahmen mich mit. Meine Kiste ist da stehen geblieben, die nahmen mich mit zur Staatsanwaltschaft. Diese Staatsanwaltschaft hat mich anderthalb Stunden festgehalten. Die haben mir auch gesagt, ich sei über 100 gefahren, Führerscheinentzug, direkt, darüber hinaus illegaler Waffenbesitz.
Ne? Und bin angezeigt worden. Meine Kiste stand da, ich war da. Am nächsten Tag musste ich ja zu meinem Trainingslager. Musste mein Manager mich abholen, weil ich innerhalb von Luxemburg nicht mehr fahren durfte. Also war es gut, bin abgeholt worden, auch nicht schlimm. Dann bin ich dann wieder üblich meine Dinge nachgegangen. Und 2 Wochen später kriege ich plötzlich ein Anschreiben von der Luxemburger Polizei, wegen zu schnellen Fahrens über 100. Ich bin wirklich 54 nur gefahren, spielt keine Rolle. Darüber hinaus noch Blaulicht, habe ich gerade nicht angebracht, war nur im Wagen, aber egal. Und illegaler Waffenbesitz. Hat man mich A zum Führerscheinentzug verdonnert und darüber hinaus auf Bewährung, ich weiß gar nicht wie, 8 Monate für Knast oder wie auch immer. So, auch nicht so schlimm. Ne? Ah, Da es tut sage mir ich, fahre leid. ich einfach nicht, fahr ich nicht mehr nach Ja. Luxemburg. Was soll ich denn in Luxemburg? Da braucht kein Mensch hin. Aber ich bin dann irgendwann später nach der Zeit Trainer beim VfL Bochum. Da kommt dieser ganz schlaue Christian Hochstetter, der Manager, und sagt: Trainer, wir haben ja diese Woche Länderspielwoche. Wir müssen aber ein Freundschaftsspiel machen. Ja, komm, machen wir ein Freundschaftsspiel. Wo soll man gegen spielen? Ja, gegen Luxemburg. Ich sage, können wir auch machen. Aber wo spielen wir denn? Ja, in Luxemburg. Ich sage, da kannst du mich mal schön am Arsch lecken, kannst alleine hinfahren. Denn wenn ich da hinfahre, dann geht sofort die Handschellen an. Da habe ich so eine Bewährungsstrafe. Danach habe ich, nachdem das natürlich in Deutschland in allen Zeitungen stand, habe ich dann mein Blaulicht, mein Führer, mein Blaulicht, meine Knarre versenkt und mein Führer, mein Blaulicht, meinem Golfpräsidenten geschenkt. Und der fährt jetzt mit dem Blaulicht immer noch durch die Landschaft, ist noch nicht einmal gepackt worden. Ja, solche Geschichten schreibt der Fußball. Da drängt sich natürlich die Frage auf, sowohl bei Trainern als auch bei Spielern, gibt es nicht zu wenig Typen? Wir haben früher schon eben geredet, in den Interviews getraut sich keiner mehr was sagen. Gibt es nicht zu wenig Typen, wie früher an Cantona, nur als Beispiel, oder an Ja, Matthäus, man muss ja nicht an unbedingt, man muss ja Oliver nicht Kahn? unbedingt sich dadurch zeigen, dass man ein Typ ist, dass man einem Fan mit dem Kung-Fu-Tritt ins Kreuz tritt. Auch wenn er da ein formal juristisch Ja. Unrecht, aber die Sache selber war, der hat ja richtig verhalten. Ja, das kann nicht sein, dass sich irgendein Fan rausnimmt, da einen Spieler von wegen zu beleidigen. Warum? Es gibt immer noch Typen, genauso viele wie früher. Ich kann das beurteilen, weil ich bin in der jetzigen Phase ja noch unterwegs und war eben früher auch unterwegs und stelle fest, die Typen gibt es immer noch. Aber die Verhaltensweisen dieser Typen sind natürlich verdammt eingeschränkt. Die dürfen dieser Typ in der Öffentlichkeit nicht mehr sein. Mittlerweile, ich könnte aus jedem Trainingslager, in dem ich Anfang der oder Mitte der 80er, Anfang der 90er unterwegs war, könnte ich 3 Bücher schreiben. Aber jedes Buch wäre ein Bestseller. Nur mit den Geschichten. Ich habe zum Beispiel so einen Spezialisten wie Toni Polster, den in Österreich auch kennt, habe ich in der Mannschaft gehabt beim ersten FC Köln. Das sind schon 3 Bücher alleine. Ein richtiger Typ, ein geiler Typ, ein super Typ. Aber das durften sie damals sein. Heute rennt ja jeder mit irgendeinem Handy rum, jeder ist mit Social Media verbunden und wie auch immer. Und all das, was intern ja, normalerweise aufkommt, darf nicht mehr aufkommen, weil es sofort an die Öffentlichkeit gerät. Jeder Journalist sowieso, aber auch jeder Fan bekommt alles mit. Du bist total durchsichtig, du bist total ja, durchschaubar und kannst dich nicht mehr so, darfst dich nicht mehr so verhalten, wie du eigentlich bist. Was intern in der Kabine teilweise noch passiert, das sehe ich ja. Das ist noch genauso wie früher. Nur das tritt nicht mehr nach außen. Ich könnte da wirklich Geschichten erzählen, die sind unglaublich. Irgendwann mal hat jemand ein Buch über mich geschrieben, Bestseller, kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob es in Österreich überhaupt zu kaufen gibt. Peter Neururer aus dem Leben eines Bundesliga-Trainers. Ein überragendes Schriftstück. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. 29,50 € glaube ich. Pulitzer-Preis, Habe ich mir ganz notiert. oben. Ja, muss Ja, man haben. habe ich mir Aber notiert. da habe ich in Verbindung mit einer deutschen Zeitung, mit der Bild-Zeitung, gesagt, könnt ihr mir nicht helfen, ich brauche jede Mark, also könnt ihr das mal ein bisschen pushen. Das haben sie dann auch gemacht. Und am Montag angefangen, immer kleine Auszüge aus diesem Buch zu bringen. Überragende Geschichten. Super. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag wurde das gemacht. Und am Freitag stand dann drin, ja, aber die richtig guten Geschichten, die richtigen Knaller. Die könnt ihr euch morgen kaufen bei der Frankfurter Buchmesse, geht es dann los und so weiter. Dann kommt dieses Ding und wir verabschieden uns jetzt. Ja? Nochmal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und am Freitag wurde geschrieben, und die richtigen Knaller jetzt auf der Frankfurter Buchmesse.
Dass das nachher natürlich gelaufen ist, wie ein Pokalspiel, verkauft worden ohne Ende, vollkommen klar. Aber jetzt kommt der Punkt. Freitag die letzte Annonce in der Bild-Zeitung. Dass das und das, das bereits berichtet, aber die Knaller kommen später. Was da von Freitagmittag, Bild-Zeitung wird normalerweise um 10 Uhr gelesen, 11 Uhr gelesen, weil die meisten Leute ja vor 10 Uhr gar nicht an die Arbeit gehen oder gar nicht rauskommen. Bis mittags ist das verdaut worden und wie auch immer. Was da von mittags 12 Uhr bis abends 18 Uhr bei mir für Anrufe weltweit eingegangen sind. Kleinigkeiten wie Franz Beckenbauer, Rudi Völler bis hin zum Bundeskanzleramt. Das kann man sich nicht vorstellen. Immer mit dem anderen. Aber Peter, die Geschichte doch bitte. Also du hast doch wohl nicht von der Geschichte. Also Peter, das glaube ich jetzt nicht. Ne? Und das kann doch wohl nicht wahr sein. Natürlich standen die Geschichten da nicht. Diese Geschichten standen nicht drin. Denn irgendwo gab es und gibt es heute auch noch einen Kodex. Einige Sachen, die bleiben in der Kabine. Dinge, die in der Kabine passieren, haben in der Kabine zu bleiben. Nochmal, ich brauche immer ein bisschen länger aufgrund meiner ja, eigenartigen Verhältnisse. Nochmal, um die Frage richtig zu beantworten, die Typen gibt es immer noch. Nur die haben leider keine Plattform mehr. Die dürfen sich nicht mehr verhalten, wie sie eigentlich sind. Ich könnte trotzdem noch Geschichten Naja, von den Jungs erzählen. zum Toni Polster fällt mir natürlich auch dann sein Spruch ein. Da war ja das Verhältnis zu Ihnen nicht gleich friktionsfrei. Das ist aber dann besser geworden. Und dann hat er mal gesagt, ja, der Herr Neururer und ich, wir lassen uns jetzt scheiden und wir ziehen Ja, dann ja, zusammen. ja. Habt ihr dann eine WG Ja, gehabt? ja. Nee, den Toni kann ich, aber wir verstanden uns eigentlich früher auch sehr, sehr gut in der Zeit vom 1. FC Köln. Toni war ein außergewöhnlicher Fußballer, technisch überragend, mit einem sagenhaften Abschluss. Im 16-Meter-Raum, muss ich sagen, kenne ich kaum einen Spieler, der ähnliche Fähigkeiten hatte oder hat wie Toni Polster. Nur beim 1. FC Köln damals waren wir erst mal im Abstiegskampf. Da kamen wir leider selten in den 16-Meter-Raum und von daher nützte der Toni in einigen Spielen nicht ganz so viel. Aber er war immer noch der torgefährlichste Spieler. Und dann habe ich ihm irgendwann mal gesagt: Toni, pass mal auf, Alter. Solange du Tore machst, spielst du. Ich sage dir nur eins: Machst du kein Tor, spielst du nicht mehr. Ja, warum nicht? Sage ich: Toni, weil du zum Fußball ist, wie der Name schon sagt, ein Laufsport. Ja? Ein Laufsport, wie der Name schon sagt. Wenn du den Arsch nicht langsam ein bisschen bewegst, dann bist du draußen, ganz einfach. Da sagt der Toni zu mir in seiner Art wienerisch: Ja, Trainer, bin ich Leichtathlet oder bin ich Fußballer? Damit war er natürlich bei mir wieder auf der besten Seite. Das ist ein super Spruch vom Toni. Ein super Kerl, ein super Kerl. Nur wir waren beide Typen, die im Raum Köln, in der Situation gerade, ich war der große Retter in Köln, dann sind wir da oben geschossen, in den UEFA Cup, ins Halbfinale gekommen und so weiter, lief also wunderbar beim ersten FC Köln. Das waren teilweise Super-Saisons, auch erfolgreiche Saisons. Aber wir waren beide welche Typen, die fokussiert haben. Also Toni Polster liebte jeder Fan, überragend, er machte auch die Tore. In der Mannschaft war er teilweise nicht beliebt, wenn er keine Tore gemacht hat, weil er den Arsch eben nicht bewegt hat. Ja, und ich war eben derjenige, dem man alles geglaubt hat, weil ich ja den Erfolg mitgebracht habe, wie auch immer. Und das Verhältnis zwischen uns beiden war eigentlich gut. Das war eigentlich wirklich gut, bis sehr gut sogar. Aber nach außen eben schlechter verkaufbar. Wir sehen uns jetzt nur öfter, ab und zu mal, und Toni ist schon Junge, der passt ins Leben. Ne? Der raucht ein bisschen zu viel, dafür ist auch ein bisschen weniger gelaufen, dafür hat er auch ein bisschen mehr getrunken, dafür ist er noch weniger gestanden. Ne? Aber er hat die Dinger reingemacht. Und Toni war ein Typ, ja, absolut. Und ein Sparefroh. Aber Toni ist, da fällt mir jetzt unser Kärntner bei Frankfurt ein, der Martin Hinterleitner, der lässt ja auch ab und zu krachen und das lässt sich nicht ganz verstecken. Aber genau solche Typen sind dann bei den Fans die Heroes, es gibt den Hinti-Song. Also der passt schon, oder? Auch von der sportlichen Leistung her. Ja, klar, aber das ist das Problem. Solange die sportliche Leistung stimmt, kannst du machen, was du willst. Wenn ich als Trainer 4 Wochen lang nur im Training rückwärts laufen lasse und gewinne in diesen 4 Jahren, in diesen 4 Wochen jedes Spiel, da habe ich alles richtig gemacht. Ja, klar. Und wenn ich als Spieler, egal welche Schoten ich drauf habe, immer gut dastehe, immer meinen Job mache, immer mich als Teamspieler oder als herausragender Spieler präsentiere, kann ich machen, was ich will. Ist alles korrekt. Aber wehe, die Leistung stimmt nicht oder das Missverhältnis ist da zwischen Leistung und dem Verhalten, dann kriege ich ein großes Problem.
dann kriegen große Probleme. Und einige Sachen gehören sich einfach auch nicht. Ja? Wenn ich mir natürlich irgendwo mal als Spieler einen über den Durst trinke, habe ich absolutes Verständnis für. Keine Frage. Aber muss ich als Profi wissen, ich rede nicht von diesem Schwachsinn, du musst Vorbild sein. Mich hat keiner gefragt, ob ich Vorbild sein möchte, ja oder nein. Wenn, dann Vorbild für meine Kinder, ja, aber sonst für keinen einzigen. Ja, aber ich muss wissen, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, wann ich was mache und mit wem ich mache und wo ich es mache. Und zu welchem Zeitpunkt. Ja, dann ist alles okay, dann kann ich auch alles verkaufen. Aber wenn ich dann sehe, auch eine kleine Nummer, Toni Polster, Schmunzelgeschichte, wir fahren zu einer Autogrammstunde, ja, beim 1. FC Köln, zur Firma Ford. Ford hat uns gesponsert. Ja, gesponsert, und wir fahren da zu den Arbeitnehmern. Ich weiß nicht, wie viele Zigtausende von Arbeitnehmern bei Ford Niel in Köln da stehen, und die warten auf den großen 1. FC Köln mit den großen Spielern. Ja, und dann fahren dann 20 Wagen vor. Ford. Und dann kommt der Toni Polster im offenen Mercedes. Herzlichen Glückwunsch. Das sind Dinge, die gehen nicht. Ja? Das ist einfach ein Unding. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kann man drüber lachen. Ja, aber wenn Ford überhaupt Arbeitgeber bzw. Arbeitgeber ist, dann sind das Nummern, die gehen nicht. Ja? Klar. Dann gibt es eine gewisse Geldstrafe, okay, und dann ist das Ding auch wieder vergessen. Auch keine Frage. Naja, aber. Ein Das Verhalten, Blitzgnässer, der das war Toni. nicht das. Bitte? Ein Blitzgnässer, der Toni. Ja, Weltklasse. Wir verloren gegen Ralf Rangnick war der Trainer, gegen so eine Gurkenriege. Ach, wie hieß sie? SSV Ulm. SSV Ulm. SSV Ulm. Die spielten damals in der dritten Liga. Also wirklich, wie ich immer sage, Hütchen mit Beine. Ja, also mit Fußball nichts zu tun. Und wir spielen im Pokal gegen diese Mannschaft. Und Toni hat in der Halbzeit schon 8 Beinschüsse gemacht. Oh, super, Toni. 8 Beinschüsse, klasse. Aber guck mal auf der Anzeigetafel, steht immer nur 0-0. Ja, irgendwas ist hier nicht richtig. Ja. Konzentriere dich mal auf das Spiel, alles klar. Und irgendwo und irgendwann liegen wir 2-0 zurück. 2 Fernschüsse, Freistöße von einem Trainer, von einem Spieler getroffen, den unser Torwart auch noch kannte. Ich habe vor dem Spiel gesagt: Junge, pass mal auf. Der Trukuya, so hieß der Spieler, der schließt mit dem linken Bein ab, das ist brandgefährlich. Da musst du gucken mit der Mauer, ob du eine stellst oder nicht stellst und das und das. Bei der Trainer machen sich keine Gedanken. Den kenne ich, mit dem habe ich 3 Jahre zusammengespielt. Herzlichen Glückwunsch. Dieser Trukuya machte 2 Tore. Patsch, 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 2-0. 2-0 für Ulm. Ulm 46, gegen den größten Verein, den es in Deutschland je gegeben hat. 1. FC Köln. So, jetzt macht Toni, glaube ich, sogar den Anschlusstreffer zum 2-1. Wir verlieren das Spiel aber. Das muss man sich vorstellen. Der 1. FC Köln, der größte Verein, den es jemals in Deutschland gegeben hat, verliert gegen SSV Ulm. Ja, die meisten von den Kölner Fans wussten gar nicht, wo Ulm liegt. Aber wir verlieren da und das ist auch noch berechtigt. So, wir fliegen also nach Hause, haben allen Hals ohne Ende, logischerweise eine richtige Prämie verspielt und so weiter und so weiter. So, und am nächsten Tag, morgens Training, und das Erste, was wir in der Zeitung sehen und lesen und mitbekommen: Ringfest in Köln, eines der größten Feste überhaupt. Sensationell. Es treten 40, 50 Bands auf, über 100.000 Menschen sind auf der Straße. Von den 100.000 Menschen sind mindestens 90.000 FC-Fans. Die jubeln, weil Toni Polster mit den Thekenschlampen singt: Toni, lass es polstern. Am Abend, bitte nach Hause kommen, am Abend, als wir mit dem 1. FC Köln gegen Ulm, dieser Übertruppe Ulm, aus dem DFB-Pokal rausgeflogen sind. Da kann man nur sagen: Toni, nicht ganz so geschickt, aber das ist ja Toni, das ist super. Ne? Große Scheiße, gab es eine richtige Geldstrafe für, klar. Aber diese Jungs, die gibt es heute nicht mehr, weil das können sie nicht mehr ausleben, das gibt es heute nicht mehr. Das Bild der österreichischen Fußballer in Deutschland hat sich ja geändert. In den 80er, 90er Jahren, da hat es noch geheißen, ja, die können schon kicken, aber da ist null Biss dahinter. Wenn man heute in die deutsche Bundesliga schaut, sowohl Spieler als auch Trainer, sehr viele und sehr viele Leistungsträger, also stark verändert. Ja, wenn ich sehe, wer im Augenblick, ich glaube, 18 Spieler oder mehr, ich glaube, die Österreicher haben den größten Ja. Ausländeranteil, Ja. in der Bundesliga. Und das sind alles Leistungsträger, überhaupt keine Frage. Kaum Spieler dabei, auch in der zweiten Liga, die da rumlaufen, die so nebenher und wie auch immer was machen. Bezeichnenderweise, wie ich gesagt habe, alle Spieler der österreichischen Nationalmannschaft spielen im Ausland, nicht in Österreich, was natürlich ein Riesenproblem ist, oder fast alle Spieler. Das ist durchaus richtig so. Ich sprach gerade schon davon, die ehemalige U21 oder die jetzige U21 von Österreich
gehört immer mit zu den Besten in Europa. Die Liga leider nicht. Die Liga leider nicht. Und deshalb werden die besten Spieler immer wieder ins Ausland gehen. Auch rein vom finanziellen Ding her. Auch irgendwo verständlich. Bei den österreichischen Trainern sehe ich das nicht unbedingt so. Wobei ich jetzt nicht die Qualitätsbeschreibung abgeben kann. Das steht mir gar nicht zu. Aber wenn ich sehe, was der Kollege Hütter macht bei Eintracht Frankfurt, in der Außendarstellung und auch mit der Mannschaft selber, überragend, sensationell und klasse. Dann gibt es Trainer. Und dabei nehmen wir Glasner. Glasner spielt mit Wolfsburg. Wolfsburg. Ja, der macht auf mich persönlich, der war bei der letzten Trainertagung mit dabei, die wir hatten, Bundesliga-Trainertagung, zu der ich immer noch, auch wenn ich nicht im Amt bin, immer eingeladen werde. Als Trainerkollege, ein unheimlich sympathischer Anruf, da kann ich mir kein Urteil darüber erlauben. Ist am Anfang natürlich riesig gelaufen, nur mittlerweile, der Trainer wird ja immer nur an Ergebnissen bemessen und am Tabellenplatz der jeweiligen Mannschaft und an den Zielen, die Mannschaften ausgegeben haben, hat sich einiges relativiert, also da weiß man noch nicht genau, was ist. Es gab mal ein Beispiel für, was natürlich auch Schwachsinn ist, Hannes Krankl war Trainer bei Fortuna Köln. Fortuna Köln damals gut bezahlte Mannschaft in der zweiten Liga, die waren auch mal in der ersten Liga und so weiter. Und Hannes Krankl ist als Trainer damals, warum auch immer, was ich nicht beurteilen kann, komplett rausgefallen und reingefallen. Dann gab es einen Hinterberger, der war bei Fortuna Düsseldorf. Sepp Hinterberger, Hinterberger, nee, wie hieß er, der war nachher noch bei Al-Ahli in Kairo. Alachli, okay. Der war, aber Lachli war der Trainer, dann war er in Düsseldorf Trainer. Hickersberger. Rickersberger, Hickersberger, auch auch Österreicher, Österreicher, genau, genau, Nationaltrainer. genau. Ganz toller Mann, ganz toller Mann, erfolgreicher Mann. Aber das ist immer abhängig von den Erfolgen, die du hast. Hast du keinen Erfolg, wie gesagt, einer der besten Fußballer, die Österreich auf dieser Position jemals hatte, war Hannes Krankl in Deutschland als Trainer. Ein Reinfall, sagen wir mal so, was nicht an ihm lag, kann am Umfeld gelegen haben und so weiter. Und das hat sich jetzt durch Hütter, meine ich, ein klein wenig geändert. Er war der größte Trainer aller Zeiten, den ich glücklicherweise auch mal kennenlernen durfte, Ernst Happel, der ne? aus Österreich kommt, war für mich Ernst Happel. Ein Genie, ein authentisches Genie, der meines Erachtens von den ganzen Trainern, und ich kenne fast alle Trainer auch persönlich, das größte taktische Verständnis hatte. Unglaublich, was der aus einem Spiel lesen konnte, wie eine Mannschaft angesprochen hat, die Art und Weise, wie er mit einer Mannschaft umgegangen ist, die Art und Weise, wie er mit Presse umgegangen ist, einfach sensationell und überragend. Den habe ich beim HSV lange kennengelernt und durch meine Freundschaft zu Horst Rubesch, der ja in Innsbruck bei Ernst Happel noch mal Co-Trainer war. Da war ich auch des Öfteren in Innsbruck. Die hieß damals noch Swarovski, kann das sein? Die spielten im Europapokal. Ja. Und War auch bei am Austria Tivoli, Wien am Trainer, Tivoli. kurz. Ja, genau. Da Ist hat er immer Trainer, überragend. kurzfristig, ja. Stimmt. Ja, überragend, überragend. Aber jetzt kommt der Widerspruch, der keiner sein soll. Von der Trainingslehre hatte er überhaupt keine Ahnung. Es war eine einzige Katastrophe. Was er mit seinem Persönlichkeitsmerkmal, mit seinem Auftreten, mit seiner Ansprache total kompensiert hat. Wenn eine Mannschaft wirklich das ganze Training, was Happel teilweise abgehalten hat, Branko Sebic in ähnlicher Form, aber wir reden ja jetzt von Österreich. Ja? Da wäre die Mannschaft nach einem Jahr tot gewesen. Nur die hatte zum damaligen Zeitpunkt eine unglaubliche spielerische Qualität. Der einzelne Spieler hatte eine unglaubliche Qualität. Und Ernst Happel war imstande, jeden einzelnen Spieler taktisch so auszurichten und einzurichten und zu stimulieren, dass jeder einzelne Spieler im taktischen Bereich, im fußballerischen Bereich, also sich zu 500% optimiert hat. Noch nie habe ich einen Trainer gesehen, der so viel aus einem Spiel rauslesen konnte, wie er es gemacht hat. Und darüber hinaus die Art und Weise. Ernst Happel war jemand, der mit der Zigarette im Mund seinen Spielern das Rauchen verboten hat. Aber er war glaubhaft dabei. Es war einfach sensationell. Ein überragender Mensch. Und das macht es auch aus. Nicht oftmals irgendwelche sogenannten oder auch Trainingsmethoden, die so 99% der Menschen gar nicht verstehen, sondern die Art und Weise, wie du als Mensch mit der Mannschaft umgehst. Ja, mit den einzelnen Spielern umgehst. Das macht es aus. Das macht es aus. Ja, zum Hannes Krankl muss ich natürlich sagen, ein Freund von mir, der ist beim Villa Fasching und der beginnt seine Programme immer, ich heiße Hans Krankl, ich bin, wie sagt er, er hat nämlich geschrieben, huch zu, ich heiße Hans Krankl, nicht Hannes Krankl, wird er in Zukunft dazu sagen. Aber Also. eine Frage, war der Peter Neururer jemals ein Schläfer?
Schleifer, ja, in einigen Ja. Situationen. Hängt davon ab. Ich habe mal Mannschaften auch bewusst richtig lang gemacht, wieder jeder Trainingslehre, weil ich damit bezwecken wollte, dass die Mannschaft rein vom Psychischen her zusammenwächst. Dass sie also gemeinschaftlich ein richtiges Dreckstraining überleben, überstehen oder überleben, daraus ein gewisses Gefühl zu entwickeln. Das kannst du natürlich nicht fünfmal hintereinander machen. Nee, dann ist die Mannschaft nämlich glatt rasiert und tot. Aber situativ auf einige Punkte bezogen habe ich schon gemacht. Ne? Allerdings war immer meine Verhaltensweise in der Ansprache mit der Mannschaft so, dass ein Spieler sich nie hat diskreditiert gefühlt. Ob er die Nummer 1 war oder die Nummer 18. Jeder Einzelne, und das, wenn du überhaupt von Fähigkeiten redest, ich kenne meine Fähigkeiten nicht, oder das müssen andere beurteilen, aber wenn es eine war und wenn es eine ist, von der ich rede, glaube ich, nee, weiß ich sogar, dass ich imstande war, dem Spieler, dem letzten Spieler im Kader, die gleiche Wertigkeit zu geben wie der Nummer 1 im Kader. Dass also ich imstande war, zumindest aus den wenigen Möglichkeiten, die ich bei einem Vereinigen hatte, immer das Größtmögliche rauszuholen. Wie ist dann das Buch entstanden? Allein durch menschliche Komponenten. Wie ist dann der Spruch entstanden? Ihr könnt euch Eimer mitnehmen zum Kotzen, das haben Sie auch einmal gesagt. Bei der Mannschaft war das und Ja, warum? das war Schalke 04. Das war bei Schalke 04. Das ist aber totaler Quatsch. Der Satz ist noch nie von mir gekommen. Aber das kann man irgendwo nachlesen bei Wikipedia oder wie die Vögel heißen. Ne? Da steht als Zitat von mir drin. Das kommt aber nicht von mir. Ne? Das hab ich nicht gesagt. Das hätte vielleicht in irgendeiner Situation zu mir gepasst. Das mag sein. Aber dieser Satz kommt nicht von mir. Andererseits habe ich teilweise wirklich schon Dinge gemacht. Da waren wir im Trainingslager. Dieses Trainingslager bei allen war die einzige Katastrophe. Das Hotel war die einzige Katastrophe. Die Mannschaft, die ich damals hatte, die stand allerdings auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft, in Angesicht der Tatsache, dass dieses Hotel scheiße war, ja, mit dem ganzen Schickimicki-Sachen, die man heutzutage wie selbstverständlich sieht, war alles nichts gegeben. Und dann kam der Spielerrat an zu mir und sagte: Trainer, entschuldige bitte, auch unter den Bedingungen Trainingslager zu machen. Also, wir müssen abreisen, machen wir nicht mit. Daraufhin haben wir gesagt: Jungs, passt mal auf. Habt ihr mal auf euren Tabellenplatz geguckt? Ja, wo ihr steht, müsst ihr froh sein, dass ihr überhaupt ein Trainingslager kriegt, dass ihr umsonst Essen habt und auch noch umsonst Training. Und wenn ihr in einer Jugendherberge übernachten würdet, müsstet ihr euch fühlen wie im Hilton. So weit, so gut. Die gucken mich an. Ja, gut, wollen wir mal vorsichtig sein, das Alte ist neu. Machen wir, ziehen wir mit. Am nächsten Tag übernachtet, Jungs, alle im dicken Hals, kommen wir auf ein Trainingsgelände. Solch ein Trainingsgelände, ich konnte mir das vorher nicht angucken, habe ich noch nie im Profibereich gesehen. Die größte Scheiße, die man sich vorstellen kann. Und jedes normale Training im technisch-taktischen Bereich gar nicht möglich. Ich habe mir das Gelände angeguckt, habe die Spieler angeguckt, dachte, ach du Scheiße, jetzt reagieren die gleich zu Recht mit einem gewissen Missmut. Daraufhin habe ich gesagt: Jungs, ich habe selten so ein gutes Stadion gesehen, selten so einen guten Trainingsplatz gesehen. Das ist ja unglaublich, das ist besser als Wembley. Es war sie in der Situation, wo allesamt im Arsch am Fliegenfänger stehen, also auf dem Abstiegsplatz, keiner dem neuen Trainer zu widersprechen. Sag, hat irgendeiner was dagegen gegen den Trainingsplatz? Keiner hat sich gemeldet. Sag, dann lass uns jetzt trainieren. Dann haben wir trainiert, dreimal am Tag. Aber wirklich so, dass die Jungs sowas an glatt rasiert waren, die konnten sich nicht mehr die Schuhe mehr aufbinden. So fertig. Am nächsten Tag haben wir gesagt, und jetzt trainieren wir mal richtig. Habe ich noch mal eine Latte draufgelegt, unmenschlich bis zum geht nicht mehr. Die Spieler haben gar nicht gewagt, mich anzusprechen. Die haben nur gesagt, das ist ein Geisteskranker, der uns hier macht. Aber diese Mannschaft ist total zusammengewachsen. Ja, alle Einzelnen, die vorher Einzelkämpfer waren, wussten, das schaffen wir nur gemeinsam. Wenn irgendeiner hier rausbricht, ne, dann brechen nämlich der Nächste raus, der Nächste raus, der Nächste raus. Aber wenn wir das gemeinsam schaffen, dann sind wir ganz gewaltig weit vorne. So, und dann habe ich den. Nachdem die dritte einer noch schlimmer wurde, ja, nochmal unphysiologischer geht es gar nicht mehr. Am nächsten Tag ein normales Training, einen Tag vor dem nächsten Spiel ein normales Training abgehalten, nur Spaß, nur Tralala und habe eine Sitzung abgehalten fürs nächste, alles entscheidende Spiel. Alles entscheidende Spiel. Verlieren wir das Spiel, haben wir keine Chance mehr in der Liga zu halten, gewinnen wir, sind wir richtig gut dabei. Habe ich der Mannschaft gesagt: Jungs, die Aufstellung, die ich gleich bringe, das ist eine sehr, sehr ungerechte Aufstellung. Weil ich von keinem einzigen von euch, natürlich wusste ich von allen Spielern alles, aber da haben die Spieler ja nicht mitbekommen,
von keinem einzigen von euch habe ich in den letzten drei Trainingseinheiten oder in den letzten drei Tagen irgendwas Fußballspezifisches gesehen. Ich habe nur gesehen, dass ich aufstellen kann, wen ich will. Hier kann jeder Gas geben bis zum Erbrechen. Im wahrsten Sinne des Wortes, bis zum Erbrechen. Von daher ist es zwar ungerecht, dass der ein oder andere auf der Bank sitzt, aber der, der spielt, der hat sich zumindest diesen Platz verdient. Und wenn er den Platz verdient hat, kann er gleich bei dem Spiel zeigen, dass er den gleichen Platz, auch wenn es ungerecht ist, verteidigt. Ja? Recht einfache Ansprache. Das war meine Ansprache in Bezug auf die Motivation. Dann habe ich die Aufstellung rausgegeben, habe ich gesagt, der spielt da gegen den und den und den, die und die Räume, das und das, das vom taktischen Verhalten her und so weiter. Und wir gewinnen dieses Spiel. Ja? Damit habe ich alles richtig gemacht, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Am nächsten Tag auf Besprechung dieses Spiels, was wir verdientermaßen gewonnen haben, und da haben wir gesagt, und jetzt in der nächsten Woche trainieren wir mal richtig. Daraufhin haben die Jungs natürlich geglaubt, ach du Scheiße, jetzt geht das schon wieder los. Wir haben ja Erfolg gehabt und der Neuroa ist jemand, der erfolgsorientierte Rituale hat. Andere sagen Aberglauben dazu. Also wenn wir gewonnen haben, ich ist mal vorgekommen mit Schalke 04, 24 Spiele hintereinander gewonnen, habe ich 24 Mal hintereinander Geschnetzeltes, Zürcher Geschnetzeltes gegessen mit der Mannschaft. Den ist dann aus den Ohren rausgekommen, aber die haben es nachher schon erwartet. Weil wir immer gewinnen, dann machen wir das Gleiche wieder. Also die haben jetzt befürchtet, der macht den gleichen Scheiß schon wieder, das überleben wir gar nicht. Nee, sage ich, das habe ich gemacht, um euch zu überprüfen. Ich weiß, wozu ihr imstande seid. Jetzt trainieren wir richtig. Wir sind von da aus die Liga erhalten, hochgegangen und übrigens aufgestiegen. Und bis zum heutigen Zeitpunkt sind Schalke 04 mit einer anderen Mannschaft klar, immer noch in der ersten Liga. Das war natürlich dann diese psychologischen Wundersachen und so weiter. Dieser Supertrainer, dieser Motivationskünstler und so weiter. Das Gleiche mit einem schlechten Ergebnis, was ja heute auch durchaus passieren kann. Ja? Dann bist du der Scharlatan, bist du die letzte Wurst und so weiter. Das ist Fußball. Ja? So passiert's. Sie waren ja auch schon einige Trainingslager in Kärnten und hätten sogar Botschafter Kärntens für die Euro 2008 werden sollen. Wie ist das damals Ja. gekommen und warum dann doch nicht? Also ich war zwei, drei, vier Mal im Trainingslager in Velden am schönen Wörthersee, überragend organisiert von irgendwelchen österreichischen Freunden. Und auf einer dieser Veranstaltungen, dieses Trainingslagers, da gab es gibt es La Nuit Blanche, also so eine weiße Nacht oder irgendwie Fit sowas. Blanche. Oder Fête Fit Blanche, Blanche. oder ja, Fête Blanche, Ja, irgendwas mit die gibt es, ja. weißes Fest. Ja. Und da Ja. lernte ich an den damaligen, wie hieß der Landeschef, Landeshauptmann. Landeshauptmann, ja. Ja, Kleider. Genau, Haider kennen und es war vor der Europameisterschaft, die in Österreich und in der Schweiz stattgefunden hat. Und wir unterhielten uns, kamen ganz gut miteinander klar. Das eine oder andere wurde auch getrunken, auch selbstverständlich. Die Mannschaft war ja schon im Bett. Ne? Und wir hatten am nächsten Tag ein normales Training. Und da sind wir übereingekommen, dass ich den Botschafter mache für Kärnten, weil ich finde Kärnten toll. Ich fand Kärnten überragend. Dann wurde eine Sendung gedreht, ich vorgestellt als möglichen Botschafter von Kärnten, mit Haider alles abgesprochen. Und dann ging es darum, warum ich nach Kärnten ins Trainingslager fahre. Ja, weil es mir so gut gefällt und ich sehe auch tolle Golfplätze hier und alles drumherum ist überragend. Ja, in Europa, ich komme jetzt schon so und so oft ins schöne Kärntner Land, immer im Sommer. Was ist denn eigentlich? Wir haben auch schöne Skigebiete. Sage ich, nee, nee, also Skigebiete, das ist gut und schön, aber ich bin seit über 30 Jahren befreundet mit Leuten. Übrigens der Skipräsident vom Salzburger Skiverband, Baschel Gänzbichler, gehört dazu. Die Familie Steger, Pistenchef des österreichischen Skiverbandes, gehört dazu. Ich fahre weiterhin zu meinen Freunden ins Salzburger Land. Hat der Heidel so einen dicken Hals gekriegt, weil ich sagte, das ist ein Vollidiot, der hat mir richtig viel Geld dafür angeboten. Und hat gesagt, nee, nee, der kommt für uns nicht mehr in Frage. Dann haben sie einen anderen gesucht, haben einen genommen, der doppelt so große Wirkung hatte wie ich, war doppelt so schwer. Dann ist Rainer Kallmund das geworden. Rainer Kallmund hat dann den Botschafter für Kärnten für diese Europameisterschaft gemacht. Schade, wäre schön gewesen, weil ich ja jede Mark brauche, klar, hätte ich auch gerne gemacht, aber auch da musste ich geradeaus und ehrlich sein und ich stehe zu meinen Freunden aus Saalbach-Hinterglemm und von daher wird da nicht verleugnet und ich bin heute noch da. Da haben Sie mir gleich wieder eine gute Rutsche gelegt.
Europameisterschaft wurde ja verschoben auf das nächste Jahr. Wäre das nicht eine Möglichkeit, die Europameisterschaft wieder so zu organisieren, wie sie stattfinden sollte, nicht verteilt über 120 Länder und in 80 Städten und man sollte aber wahrscheinlich eh wenig reisen? Wäre das nicht eine Möglichkeit, da noch rechtzeitig die, was nicht, wie man jetzt sagt, also zurückzurudern? Weil es gäbe sicher genug Also, Veranstalter, die das auch organisatorisch schaffen könnten. ja, überhaupt keine Frage. Also ich finde sowieso die ganze UEFA und teilweise FIFA, das ist ein Haufen, der sollte sich selber ein klein wenig überdenken. Was man da für Ideen hat, das ist für mich wirklich hanebüchen, der mit Fußball nichts zu tun. Also wie kann ich eine Europameisterschaft stattfinden lassen, mit welchen Gedanken auch immer, in 12, 13, 14, 15 verschiedenen Ländern. Es ist ein einziges Chaos und ein reines Politikum. Also eine Geldbeschaffungsmaßnahme durch die UEFA, die einfach nur grauenhaft ist, die weit weg vom fußballerischen Grundgedanken ist. Dieses Turnier sollte in einem Land stattfinden, da sollte man wechseln und, wie Sie gerade sagten, richtigerweise sind viele dazu imstande, ad hoc mit den Stadien, mit der Infrastruktur und so weiter, ein solches Turnier durchzuziehen. Ich fände, es wäre eine große Möglichkeit, von diesem Schwachsinn, der in diesem Jahr geplant wird, abzurücken, im nächsten Jahr die Europameisterschaft in einem Land stattfinden zu lassen, in welchem auch immer, das dazu imstande ist, aber ich weiß nicht, ob die UEFA da flexibel ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich leider auch nicht. Dann bleiben wir noch dabei. Bei Sachen, die nicht so gut kommen, ist der Videobeweis. Da haben Sie sicher auch eine eigene Meinung dazu, weil der funktioniert ja oft nicht, was ich nicht verstehe. Manchmal passt's ja, aber oft denkt man sich, wozu in dieser Situation? Also der Videobeweis ist ja irgendwo mal eingeführt worden von irgendwelchen ganz schlauen Leuten, die den Fußball gerechter machen sollen. Natürlich gibt es die eine oder andere Situation, wenn man davon ausgeht, losgelöst davon, dass es um Millionengeschäfte geht, mittlerweile schon um Milliardengeschäfte, da sollte man schon mal genauer hingucken. Ich persönlich hatte immer die Auffassung und habe sie heute auch noch, dass es richtig ist, dass man zum Beispiel die Technik benutzt und sagt, wir machen eine Torlinienkamera. Also ist der Ball drin, ja oder nein? Dieses Wembley-Tor, was ja mal zu unserem Leidwesen geschehen ist, dafür hatten wir als Deutsche auch mal bei der Weltmeisterschaft gegen England einen Riesenvorteil, als Manuel Neuer einen Ball kassiert hat, der war ungefähr 4,5 Meter im Tor, der plötzlich nicht gegeben wurde. Das darf nicht sein. Von daher, okay, alles Unheil in diesem Fußball gleicht sich nicht aus, das ist Schwachsinn. Ja, das ist auch eine Aussage, die sollte man sich total klemmen, denn dadurch entstehen irgendwelche Tendenzen. Und aus einer gewissen Tendenz kommst du möglicherweise nicht raus. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, rein vom Technischen her, zu entscheiden, Tor ja oder nein, finde ich es gut. Wenn ich dann einen Videobeweis sehe, wie er jetzt bei uns praktiziert wird, ist es ganz weit weg vom Fußball, weil die Kommunikation, die dann bei dieser Entscheidung stattfindet oder eben auch nicht stattfindet, eine einzige Katastrophe ist. Der Fernsehzuschauer weiß teilweise nicht, worum es geht. Wobei der harmloseste ist, denn der sorgt nicht für die Stimmung im Stadion. Im Stadion selber weiß teilweise die Mannschaft gar nicht, worum es geht, die ein Tor erzielt hat. Die eins bekommen hat, auch nicht. Und der Zuschauer im Stadion ist auch nicht informiert. Darüber hinaus ist es ganz klar und eindeutig so. Mit diesem Videobeweis, so wie er im Augenblick bei uns durchgesetzt wird, verliert der Schiedsrichter jegliche Autorität, weil der Schiedsrichter selber in Verbindung mit dem Linienrichter, der sich gar nicht mehr wagt, die Fahne nach oben zu nehmen, weil er weiß, da sitzen in Köln drei Eierfeilen, irgendwo im tiefen Keller, ne? Und die sitzen beim halben Hähnchen und beim Liter Kölsch möglicherweise, und denen fällt irgendwie was Großartiges ein und die melden sich plötzlich und ich depp hab die Fahne hoch und werde dann überprüft nach 74. Zeitlupenaufnahme. Also lasse ich das Ding gleich unten. Es gibt keine Verhältnismäßigkeit mehr. Und wenn ich dann sehe, wie viele Fehlentscheidungen in An- und Abführung heute noch genauso fallen wie vor diesem Videobeweis, dann frage ich mich, was das soll. Ich diskreditiere die Schiedsrichter, die Linienrichter. Ich sorge für missliche Stimmung im Stadion. Ich sorge teilweise auch für Emotionen, die nicht angebracht sind, die nicht im Verhältnis stehen. Und ich habe dem Sport keinen Dienst erwiesen. Wenn ich den Videobeweis habe, ja, und den Videobeweis nutze, dann muss ich das anders kommunizieren. Es kann nicht sein, dass ein Dreiergremium irgendwo in Köln im Keller sitzen, einen Schiedsrichter überstimmt in der Entscheidung, die er bereits getroffen hat. Wenn ich einen Videobeweis habe, in dem ich ganz klar mache, dass das, was weder Schiedsrichter noch Linienrichter
gesehen hat, aber wichtig fürs Spiel ist, ja, und dann eingreife, finde ich es richtig. Das ist okay. Bei Tätigkeiten oder ähnlichen Sachen zum Beispiel. Aber bei einer Regelauslegung, ja, im Prinzip eine Abstimmung vornehmen zu wollen, ja, über den Schiedsrichter und über den Linienrichter hinweg, aus einer ganz anderen Perspektive, halte ich es für absolut daneben liegend. Man stelle sich nur vor, der Schiedsrichter muss eine Entscheidung fällen auf dem Platz mit seinem normalen Bewusstsein, mit seinen normalen Auffassungsmöglichkeiten und Wahrnehmung. In Köln, im Keller sitzen, haben sie 23 verschiedene Linien, die sie ziehen können. Und nach dieser Linie stellen sie fest, die sie gezogen haben, dass irgendein Spieler, der ein Tor erzielt hat, mit einem Zehennagel im Abseits stand. Dann frage ich mich nur, was hat das mit Fußball zu tun? Ich muss doch normalerweise die Regel so anwenden, genau mit den gleichen Wahrnehmungsmöglichkeiten wie derjenige, der die Entscheidung zu treffen hat. Und nicht irgendwelche Dinge sezieren bis zu einem Punkt hin, ja, wo es dem Sport mit Sicherheit nicht mehr nützt. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass teilweise in einem wichtigen Spiel oder auch einem unwichtigen Spiel, spielt keine Rolle, bei welchem Spielstand noch immer, Entscheidungen bis zu 2 Minuten brauchen. Ja, Emotionskiller ohne Ende. Und nochmal, die Kommunikation muss anders werden, ansonsten sollte man ein Video an Analyse, so wie sie im Augenblick sind, sofort in die Tonne hauen. Ja, bevor wir dann langsam zum Ende kommen, Sie sind ja schon länger nicht mehr Clubtrainer, sollen aber jetzt in Verhandlung stehen mit einer Nationalmannschaft, die noch Chance hat, sich für die nächste Europameisterschaft zu qualifizieren. Sie haben schon gesagt, Nordirland ist es nicht. Wer wird's dann? Muss sie Weiß ich natürlich nicht. sagen. Also, ja, klar. Ist richtig, dass ich mittlerweile ist aber nur eine Nation konkret, dass ich schon seit längerer Zeit mit dieser Nation in Verbindung stehe. Ich persönlich aber gesagt habe, dass ich in keine Verhandlungen persönlich trete, solange ein Trainer noch im Amt ist. Also da ist noch ein Trainer im Amt und es gibt durchaus 3, 4 Leute, die mich diesbezüglich in Kenntnis gesetzt haben, die mich gefragt haben und Interesse haben, die auch für mich schon bereits gesprochen haben. Da ist aber noch keine Entscheidung gefallen. Jetzt durch Corona bedingt, klar, die Europameisterschaft ist noch nicht, wird in diesem Jahr nicht gespielt. Es geht um ein Land, das ist eins übergeblieben. Nordirland ist es also, wie gesagt, wirklich nicht, dass ich noch qualifizieren kann. Und jetzt warten wir mal ab, was nach Corona eben so passiert. Es muss aber nicht sein, dass ich das mache. Ist ja auch bekannt geworden, ist auch nicht schlimm. Ich habe konkrete Verhandlungen geführt mit einem Verein nahe von Dallas, der mittelfristig in die Major League Soccer möchte, die gut aufgestellt sind, professionell geführt sind, die von der Struktur her alle Möglichkeiten mitbringen, um wirklich Großes im amerikanischen Fußball, auf jeden Fall in der Major League Soccer zu erreichen. Da bin ich gefragt worden, ob ich Interesse hätte, das zu machen, in Verbindung mit einem Aufbau eines gesamten Trainerstabes und so weiter, den gesamten Verein im sportlichen Bereich zu übernehmen. Das war sehr, sehr interessant. Das hätte ich auch zu dem damaligen Zeitpunkt, wir waren schon fast verhandelt, hätte ich auch sofort gemacht, aber auch da kam Corona, das ist letztendlich dann wieder durchgefahren. Jetzt habe ich doch ein Gespräch im Augenblick mit einer großen, großen, großen deutschen Firma, die mich angesprochen hat, ob ich mir vorstellen könnte, was im Sportmanagementbereich zu machen, in Personal und in Spielerberatung und Vermittlung und ähnliches. Die Gespräche werde ich jetzt in den nächsten Tagen zu Ende führen. Was dabei rauskommt, weiß ich noch nicht. Aber es kann durchaus sein, dass ich das auch mache. Also, da sind einige Sachen, die im Augenblick anliegen, die durch Corona gebremst sind, aber die möglicherweise jetzt kurz vorm Abschluss stehen. Und Ihre Tätigkeiten bei Sport 1 sowieso, beim Fantalk und dann als Das ist klar. Das Experte war in beim jedem Fall, war Doppelpass, egal, einer was ich meiner mache. Lieblingssitzungen. Ja, ich werde auf jeden Fall bei Sport 1 weitermachen, ob es Doppelpass ist, Fan-Talk ist oder ähnliche Sachen. Das ist eine Sache, die mir aus diesem Bereich schon seit 20 Jahren mache und das macht mir riesen Spaß. Du bleibst dabei auch den Fußball erhalten, auch den deutschen Fußball erhalten, den internationalen Fußball durch die Champions League erhalten und das mache ich auf jeden Fall weiter, genauso wie alle anderen Werbemaßnahmen, wie auch immer. Ich losgelöst von dem Verband oder dem Verein oder der Firma, für die ich dann unterwegs sein will, werde ich auf jeden Fall weitermachen. Dominik, hast du noch eine Frage? Weil sonst würde ich dem Herrn Neururer gerne noch mit 2 Zitaten quälen und ihn dazu was Nee, fragen. nee, nee, ich bin spannender Sie haben Zuhörer. Alles gut, man muss auch zuhören können. Wenn es nur um Fachkompetenz ginge, müsste ich Real Madrid trainieren.
Wie ist dieser Spruch damals entstanden? Ja, der ist sogar teilweise richtig, das kam von mir. Es war eine Trainerfortbildung, die ich geleitet habe. Da fragten mich dann irgendwelche Kollegen, junge Kollegen, ja, welche Qualitäten muss man denn haben, um Bundesliga-Trainer zu werden? Und welche Qualitäten muss man dann haben, um überhaupt in diesem Bereich tätig zu sein? Da sage ich, gut, vergesst mal alles, was wir euch vorstellen. Natürlich geht es um Mannschaftsführung, natürlich geht es um taktische Dinge, natürlich geht es um Kenntnis der Trainingslehre. Der Pädagogik hochtrabend ausgedrückt, der Psychologie hochtrabend ausgedrückt und so weiter und so weiter. Aber wenn es ein Quiz geben würde, alles in diesem Bereich ja, stattfinden, und der Sieger dieses Quiz, ja, dann dürfte sich einen Verein aussuchen, dann müsste ich Trainer von Real Madrid sein. Denn ich werde alle Fragen beantworten können und so weiter. Und es wird mit Sicherheit keinen anderen geben, der Ähnliches beantworten kann. Wenn Real Madrid der beste Verein der Welt ist oder sei, dann wäre ich Trainer von Real Madrid. Das nur dazu. Zu dieser Aussage stehe ich. Damit will ich nur sagen, nicht, dass ich so großartig bin, das weiß ja so jeder, der nicht mit mir gearbeitet hat, aber nur der, dass es so oftmals mit Glücksfaktoren zusammenhängt, ob du gut oder schlecht bist, sowieso nicht. Ich rede nie von gut oder schlecht, sondern ob du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich bist. Denn gute Trainer, schlechte Trainer, wer will das beurteilen? Da gab es mal eine Frage von mir. In Deutschland zum Beispiel, in der Bundesliga bezogen, jeder, aus verständlichen Gründen, ich selber auch, liebt den Trainer vom SC Freiburg. Ja, bekannt, Christian Streich ist ein überragender Mensch, ein überragender Natürlich. Typ. Ich kenne seine Arbeit, also kann auch beurteilen und sagen, er ist ein überragender Trainer. Ja? Der ist mit Freiburg aufgestiegen, der ist mit Freiburg abgestiegen, übrigens auch abgestiegen, genauso wie Kloppo damals mit Mainz auch abgestiegen ist, nicht aufgestiegen ist und so weiter. Der hat mit Mainz das und das gemacht und er hat eben Christian Streich mit Freiburg das und das gemacht. So, glaubt ihr, war die Frage von mir an dieses Auditorium der Nachwuchstrainer oder der Trainer mit A-Lizenz, glaubt ihr, dass Christian Streich mit Bayern München deutscher Meister wird? Alle sagen unisono, ich auch, selbstverständlich, zu 100%. Ja, sage ich, gut, da habe ich jetzt immer noch nicht so viel über die Qualitäten ausgesagt, aber machen wir anders. Glaubt ihr, dass vermeintlich der Erfolgreichste, der Beste, ja, Pep Guardiola beim SC Freiburg deutscher Meister wird. Da sagen allesamt, nee, im Leben nicht. Sage ich, glaube ich auch nicht, im Leben nicht. Gebt mir bitte die Antwort, warum denn nicht? Ja, mit Freiburg, mit der Mannschaft kann man nicht Meister werden, sage ich. Genau, ich habe das erkannt. Und so ist es. Jeder Trainer, der seine Zielsetzung bei jedem Verein, egal bei welchem, erreicht, ist ein erfolgreicher Trainer. Wer ein guter Trainer ist, kann kein Mensch beurteilen. Erfolgreich heißt externes Verhalten. Gewinnen, verlieren oder unentschieden. Ja? Aber gut. Ich habe meine Mannschaftssitzung gemacht mit einem Aufsteiger, das spielt gegen Bayern München. Ich habe in der Sitzung festgestellt, oh Scheiße, die Jungs, die brennen dermaßen. Ja, wenn ich die nochmal richtig anschiebe kurz vorm Spiel, dann habe ich nach 5 Minuten mit Sicherheit 3, 4 rote Karten, weil die treten die Bayern so aus dem Stadion. Egal. Das Spiel ging also los. Ne? Und bevor das Spiel losging, also warm machen und tralala, und wie immer, Franz Beckenbauer kam eingeflogen im Hubschrauber, hat den Spielball mitgebracht. Sein eigener Sohn spielte auf unserer Seite. Und, naja, und warm machen zu Ende, die Mannschaft in die Kabine, steht in der Kabine, ein Riesenschild, ne, wie üblich, mit der Tafel, taktische Ausrichtung. Die Mannschaft wusste ja Bescheid, wer wie wo zu spielen hat und so weiter und so weiter. Und dann gibst du als Trainer immer den letzten Hieb noch raus. Und dann stellte ich also fest, wenn ich das jetzt mache, ach du Scheiße, dann geht's los. Dann erzählte mein Co-Trainer, der das mitbekommen hat, einen versauten Witz. Der Witz war Weltklasse. Aber können Sie sich vorstellen, die Mannschaft sitzt da lacht doch keiner über den Witz. Direkt vorm Spiel gegen den FC Bayern München draußen war das Stadion ausverkauft. Die ganze Stadt, die brannte. Das ganze Land brannte. Ja, unvorstellbar, die Stimmung. Und da drin erzählt einer einen Witz. Einen versauten, schönen, geilen Witz. Keiner lacht. Daraufhin sage ich meinem Kapitän, hör mal, findest du den lustig? Ja, Trainer, aber die haben gedacht, ich würde beim Co-Trainer auf die Fresse hauen. Ja, Trainer, aber ja, Bayern München gleich. Erzähl du doch mal einen Witz. Kann kein. Ja, wer kann hier einen Witz erzählen? Es ging immer so weiter. Einer erzählte tatsächlich noch einen Witz. Aber immer noch hat keiner gelacht. Da habe ich gesagt, Jungs, pass mal auf. Es bleibt locker, geht raus und haut die Bayern weg. Jetzt geht das Spiel los. Nach 7 Minuten, 8 Minuten, 10 Minuten, keine Ahnung. Machen wir das 1-0 durch Thomas Christel. Übrigens, jetzt im Augenblick fragt ihn, Co-Trainer eurer Nationalmannschaft. Ja? Der macht ein Kopfballtor. Das Okay. war das einzige Kopfballtor in seinem Leben.
Der hat im Training noch nicht mal ein Kopfballtor gemacht. Der hat die Bayern aufgemischt auf der linken Seite. Das war ein Wahnsinn. Wir kriegten irgendwann mal, irgendwo mal, irgendwann in der letzten Minute, den Ausgleichstreffer zum 1:1. Aber das ganze Saarland hat gejubelt, als wenn wir gerade deutscher Meister geworden wären. Und der Trainer war der größte Trainer aller Zeiten und die Mannschaft war überragend und so weiter. In der Pressekonferenz fragte mich ein super schlauer Journalist, Herr Neuruhr, was Sie da gemacht haben mit der Mannschaft. Also wir ziehen unseren Hut und ist ja überragend und sensationell gerade aufgestiegen. Und jetzt haben die den großen FC Bayern München an die Wand gespielt. Na gut, nicht gewonnen, aber was Sie da gemacht haben vor dem Spiel in der Motivation mit der Mannschaft, das ist einzigartig. Ja. Gehe ich auch mal von aus. Alles klar. So weit, so gut. Ja? Jetzt stelle man sich vor dem Spiel Witze erzählen. Dieses Spiel, was normal ist, als Aufsteiger, spielt gegen Bayern München. Und dieses Spiel verlieren wir mit 5:0. Der Trainer erzählt vor dem Spiel oder lässt Witze erzählen vor dem Spiel gegen Bayern München. Wir verlieren 5:0. Nach diesem Spiel beim 1:1 war ich der große Psychologe, der große Motivator und so weiter. Bei 5:0 Niederlage gibt es mit Sicherheit 6, 7 Spieler, die auf der Bank gesessen haben, denen ich die Prämie weggenommen habe. Gut, bei den Niederlagen gibt es keine Prämie. Die Auflaufprämie weggenommen habe und so weiter, die gerne hätten spielen wollen. Die so einen Hals auf den Trainer haben, die werden auch mit Sicherheit zur Presse gegangen haben. Dieses Arschloch, der Trainer, der hat uns ja nicht mal eingestellt gegen Bayern München. Kein Wunder, dass wir 5 Stück gekriegt haben. Der hat ja nur noch Witze erzählen lassen. So, dann wird aus dem Trainer, der vorher der große Psychologe ist, plötzlich der größte Scharlatan aller Zeiten. Ja? Das ist Fußball und dieses Geschäft. Das ist Fußball. Und ich könnte Ihnen Beispiele nennen von vollblinden Trainern. Vollblinden. Die darfst du normalerweise nicht. Der letzte Spruch, mit dem ich Sie quäle, mir gefällt. Bitte? Bitte? Hallo? Jetzt bin ich raus. Hallo? Ja. Na, bitte weiter. Bitte Aber weiter. Ich bin ganz verstanden. Vollblinde Trainer. Ich könnte einigen Kollegen. Na, Sie sagen, sind noch da. Vollblinde Trainer. Ja. Weiter, weiter. Es gibt einige Leute, die haben normalerweise nicht einen Yachtschein verdient. Ja, die trainieren aber Bundesliga, die trainieren international, die haben internationale Titel geholt. Die haben vom Fußball so viel Ahnung wie der ein oder andere, wirklich gute Fachmann, vom Klavierspiel. Ich kann mit 2 Fingern alle meine Händen spielen, ein schönes deutsches Volkslied auf dem Klavier. Aber damit kann ich mit Sicherheit nicht in die Maddalena Scala gehen und Klavierkonzert geben. Aber das sind Leute, die können nicht mehr, aber sind ganz großartig erfolgreiche geworden. Das zu dem Thema. Du bist abhängig als Trainer von der Art und Weise, wie du dich verkaufst, wie dein Umfeld ist, was dein Umfeld von dir erwartet und wie gut die Qualität deiner Mannschaft ist. Und der richtige Fachmann, der kann den Trainer dahingehend beurteilen, dass er sagen kann, der Trainer XYZ hat aus dieser Mannschaft auf jeden einzelnen Spieler bezogen das Optimum herausgeholt. Scheißegal, was für ein Ergebnis dabei rauskommt. Aber der hat das Optimum da rausgeholt. Das ist ein guter Trainer. Und alle anderen sind erfolgreich oder eben nicht erfolgreich. Aber gut und schlecht, das ist eine andere Geschichte. Ja, und jetzt wirklich der letzte Spruch, mit dem ich Sie quälen wollte. Mir gefällt der sehr gut. Die Stimmung ist eigentlich wie vor dem Spiel. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir aus dieser äußerst großen Minimalchance, minimaler geht es gar nicht mehr, eine etwas kleinere gemacht haben, die größer geworden ist. Was war das für ein Spiel und was soll das heißen? Bitte? Das Spiel kann ich mir ganz genau daran erinnern. Das spielte ich mit Kickers Offenbach in der zweiten Liga in Deutschland um einen Klassenerhalt gegen Waldhof Mannheim. Waldhof Mannheim war Trainer Uwe Rapolda, Kumpel von mir. Und die waren im Aufstiegskampf. Und wir haben da glücklicherweise das Spiel erfolgreich bestritten, gewonnen. Und haben da, das war hochphilosophisch ausgedrückt, genau das erreicht. Wir sind mit einer Minimalschanz angereist, die ja noch kleiner war im Prinzip als die Minimalschanz. Und mit dem Sieg ist es aus dieser Minimalschanz, ne, und so weiter und so weiter. Hochphilosophischer Ansatz, den kein Schwein verstanden hat. Die muss er sich ab und zu mal rausdrücken, solche Sprüche. Ne. Absolut. Aber abgestiegen sind wir übrigens trotzdem. Ich muss. Macht nichts, der Spruch bleibt ewig. Der Spruch bleibt ewig. Also. Ja. Ich muss mich herzlichst bedanken. Ich muss auch sagen, wir haben natürlich den Link zu Ihrem Buch gleich auf unserer Homepage geteilt. Ich werde mir das auch besorgen und werde es sicher verschlingen. Ich sage danke, war ein sensationeller Talk. Danke auch dir, Dominik. Danke. Und ich hoffe, wir können das vielleicht einmal wiederholen.
Liebe Klar, Grüße nach klar. Deutschland und vielleicht sieht man Danke. sich ja in Kärnten mal, würde mich sehr freuen. Danke sehr. Ciao, besten Dank Schönen auch dir. Abend, Viel Möchte ich Spaß noch, Abend. Ja, wiederhören. Danke, ciao. Herr Neuhofer. Ciao. Tschö. Dann noch unser Hinweis auf die Morning Talks. Wir haben morgen um 18 Uhr Matthias Dollinger und Gilbert Prelasnik, zwei ehemalige österreichische Teamspieler, und um 20 Uhr dann den Herrn Meierhofer, der ja auch immer für einen guten Spruch gut ist. Und noch einmal der Hinweis in eigener Sache: wir verdienen nichts bei diesen Streams. Wir machen das, um euch die Sport- und Fußball- und eishockeylose Zeit etwas leichter zu machen. Wenn ihr das irgendwie unterstützen wollt, schreibt einfach eine Mail an redaktion@sport-fan.at. Und jetzt noch einmal danke für den heutigen Abend und gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, euer Rüdiger. Baba. Ja, meine Kontonummer vielleicht noch rüberschicken?